Nein. Herzlich willkommen zur Final Table Show live aus dem ZMK zur zweiten Pokernacht. Auf Seite der Dozenten stellen sich Titelverteidiger Dr. Achim Dilling, Präsidentschaftskandidatin Professor Carola Jungwirth, der Mann für alle Wehwehchen, Guido Lenk, und der nicht nur für Herrn Dilling angekündigte Rechtsbeistand, Professor Holm Putzke. Heute nicht auf Hörsaalbänken sitzend spielen Wiederholungstäter Nico Schilling, Pokerface unter dem Visierverstecker Manuel Koch und, ja, er darf wirklich länger als 20 Uhr wach bleiben, Ruben Bahr. Und hier sind die Moderatoren des heutigen Abends, Yvonne Pfeilschifter und Martin Gustav. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Final Table Show hier live aus dem ZMK an der Universität Passau. Wir gehen in die nächste Runde und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, entweder zu Hause im Livestream oder hier live aus unserem Fernsehstudio. Ein herzliches Hallo natürlich auch an unsere 7 Kandidaten heute Abend und auch schon mal herzlich willkommen an unsere Band 15 Line Sonnet, werden uns heute Abend musikalisch verwöhnen. 6 Kandidaten treten heute Abend an, um Achim Dilling vom Thron zu stürzen. Wenn ihr einen Tipp habt, wer das sein könnte, dann kommentiert doch mit in unserer Kommentarspalte neben dem Livestream oder twittert unter dem Hashtag FinalTable. Abstimmen könnt ihr auch über das beste Pokerface und natürlich wer gewinnt. Und da verlosen wir auch eine Kleinigkeit. Es gibt 2 Campus Passau Clothing T-Shirts zu gewinnen. Ja, würde ich sagen, muss man auf jeden Fall mitmachen. So, und jetzt geht's zurück zum Poker. Wir haben uns wieder professionelle Unterstützung geholt vom Oceans Card Casino. Einen kräftigen Applaus für unseren Dealer des heutigen Abends, den Kai. Und hier am Tisch geht's auch sofort schon los. Da werden die Chips verteilt und auch schon die ersten Karten. Und währenddessen erklärt der Gusti mir und euch nochmal, wie das eigentlich funktioniert mit dem Poker. Es ist eigentlich ganz einfach, und zwar wir spielen die klassische Texas Hold'em-Variante. Fünf Karten werden im Laufe des Spiels auf dem Tisch liegen, und aus denen kann sich dann jeder Spieler mit seinen beiden Karten oder auch nur einer davon das beste Blatt zusammenbauen. 7 Spieler sitzen da, wir spielen so lange, bis nur noch 2 Spiele übrig sind. Das ist dann das Heads-Up, und wer das gewinnt, ist der Sieger des heutigen Abends. Das, denke ich, könnte man verstanden haben. Wenn der Fall nicht so ist, dann haben wir in der Losers Lounge natürlich auch wieder ein paar andere Beschäftigungen vorbereitet. Eine Regel, die sollte man sich aber auf jeden Fall merken, und zwar ist das unsere Joker-Regel. Wenn dann doch mal die Blase drückt und man auf die Toilette gehen möchte, ist das für unsere Kandidaten natürlich überhaupt kein Problem. Das Spiel geht aber trotzdem weiter und der Joker nimmt dann den Platz ein und setzt natürlich auch mit. Der kennt aber eure Karten nicht. Also überlegt euch gut, wann ihr auf die Toilette verschwindet und wie lange ihr da dann bleiben wollt. Hier, ansonsten gibt's noch Fragen vom Tisch? Da scheint alles klar zu sein. Dann schicke ich dich, Gusti, in die Kommentatorenkabine. Dich werden wir heute Abend nur noch hören. Und damit der Gusti uns keinen Unsinn erzählt, haben wir uns noch den Poker-Experten Christian Friedrich mit dazu geholt. Der unterstützt den Gusti und den werdet ihr heute Abend auch ganz viel kommentieren hören. Wir im Studio allerdings hören den natürlich nicht, damit unsere Kandidaten nicht beeinflusst werden. Und auch die kleinen Kärtchen, die ihr eingeblendet seht, die sehen unsere Kandidaten hier natürlich nicht. Unser Publikum sieht die schon. Deswegen nochmal die kleine Bitte an euch, bitte leise sein, keine Karten vorsagen und auch nicht zwinkern, husten, was auch immer, um hier jemanden zu beeinflussen. Und damit würde ich sagen, wünsche ich euch eine schöne Final Table Show. Das wird erhöhen auf 225. Das geht gleich wieder total los hier. Ich sehe gleich in der ersten Runde fliegt. Deswegen habe ich schon weggeschmissen. Voll, ne?
Ja, ich glaube, sie hat's gehört. So, dann haben wir drei Spiele. Was darf ich denn bringen? Ein helles, bitte. Ein helles, okay. Ja. Ich hätte ja gerne ja ein Wasser und ein Glas Weißwein. Okay. So. Auch ein helles, bitte. Okay. Was? 40%? Okay. Kannst du was? Weil dann hast du was. Ja, nicht da rein. Ah ja. Komm mal durch. Okay, okay. 100 sind gespielt. Ja, ist auf 5. Oh. Ja. Sie wissen, wie die Frau Jordan letztes Mal gespielt hat. Call. 500. Jetzt muss meine Brille schon mal aufsetzen. Wenn ich jetzt 1000 reinlege, kriege ich nachher irgendwas wieder, oder? Wenn Sie callen, ja. Genau, call. Kriegen Sie auch was. Also den kriegen Sie auf jeden Fall schon mal. Okay. Ich glaube, Sie haben auch 500. Ach, das sind welche drunter. Aber ist nicht so schlimm. Die Brille wieder absetzen. Genau. Ist ein bisschen dunkel. Ja. So, Sie fangen wieder an. Bin ich das, der so schallt? Ja, ich glaube, okay, wir alle. Gut. So, also da sind wir auch schon in der ersten Runde, glaube ich, soweit ich es gesehen habe. Ich bin jetzt erst kurz dazugekommen. Du hast die Karten schon beobachtet. Zwei Asse bei Putzke, Dame Ass bei Jungwirth und 4-9 bei Nico. Flush, Draw bei zwei Spielern und ein Full House. Also besser kann es gar nicht anfangen, oder? Genau, wir haben ja zum Beispiel schon den Royal Flush Draw sogar bei Frau Jungwirth. Herr Putzke mit den Assen, wir haben auch schon vor dem Flop ein bisschen Action gemacht haben, weil dass nur noch drei Hände drin sind, ist jetzt eher ungewöhnlich für die erste Hand. Ja, so wie die Hand jetzt verlaufen ist, der Flush kam an. Also ich schätze mal, dass Nico hier schon mal in der ganz schön schlechten Position ist und ganz schön Tipps verdienen wird. Herr Putzke spielt es auch noch an, der wird mit seinen Assen wahrscheinlich auch noch ziemlich glücklich sein. Ist halt typisch für Anfängerspiele, die Asse will nicht so gern loswerden. Und vor allem, es sind einfach nur zwei Pärchen. Viel. Und heute in der Generalprobe haben wir ja gesehen, ja, ein Flush ist mit 40%iger Wahrscheinlichkeit, so wurde uns das erzählt, ja doch relativ hoch. Ja, nach dem Flop 40% kommt hin. Ja, ich weiß nicht, wie viele genau Chips es schon genau in der Mitte sind. Es sieht noch nicht nach so viel aus, jetzt so von dem Blick her. Also wenn es die 10.000 und 5.000 Chips liegen noch. Es ist halt genau jetzt das Problem eingetreten. Frau Jungwirth hat ein wahnsinnig gutes Blatt, das Beste momentan am Tisch. Und ich habe ihr heute noch den Tipp gegeben, wenn sie der Frau Jordan nicht folgen möchte und im ersten Spiel schon ausscheiden, dann soll sie vorsichtig spielen, langsam spielen. Aber sie hat einen riesen Vorteil. Wir haben heute schon ganz oft den Flush geübt und sie hat sich auch Notizen dazu gemacht, bis sie weiß, wie der Flush aussieht. Ja, das ist schon wichtig zu wissen, wenn der Flush da ist oder nicht. Das macht schon einen Unterschied aus. Sie hat sich vorbereitet wie für eine Vorlesung, habe ich das Gefühl. Es liegen drei Zettel vor ihr, wo ganz viele Sachen draufstehen. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Also in der Vorbereitung kam sie dann noch ganz lässig rein, wie 1994, wo sie mit Pokern angefangen hat, so wie sie erzählt. Ja, ja, geht schon gut los. Auf jeden Fall, ja. Schon wieder zwei Hände, drei Hände in dem Fall mit dem anderen Flush. Das Spannende ist ja bei sowas immer, wenn drei Leute bis zum Schluss drinnen bleiben und sich jeder siegessicher ist. Und in dem Fall hat keiner eine wirklich schlechte Hand gehabt, muss man dazu sagen. Ja, ist vielleicht auf Nico, der mit 4-9 vielleicht schon vor dem Flop rausgehen hätte sollen, falls er schon gewaved wurde. Weiß ich nicht genau. Vielleicht hat er einfach auf mich gehört und ich habe ihm gesagt, er soll nicht wie das letzte Mal sein Full House wegschmeißen, sondern auf seine Karten schauen und vielleicht sich überlegen, ob sie gut oder schlecht sind. Ja. Und vielleicht hat er sie als gut empfunden. Gut, also geht schon spannend los. Wir haben noch alle sieben Spieler am Tisch. Wenn du möchtest. Die Action ja, wird sich demnächst ergeben. Weiß ich nicht. Wollen wir mal so ein bisschen in die Tipprunde einsteigen? Du warst ja beim bei der Generalprobe heute nicht dabei. Wie hoch siehst du denn die Chancen,
Guido Lenk ist einer, der kann pokern. Also das hat er heute auch durchaus bewiesen und mich als Probedealer ziemlich dumm aussehen lassen. Das werde ich ihm nicht nachtragen. Und einer der Studenten, ich glaube Ruben war es, ist auch einer, der durchaus was auf dem Kasten hat. Scheinbar schon. Er hat auch schon da vorher gerade eben so einen Chip-Trick gezeigt. Also er ist zumindest nicht fern von dem Thema Pokern, schätze ich mal. Wie viel genau jetzt kann, weiß ich nicht. Wir werden sehen, aber ja, er wird schon wissen, was er da macht, denke ich mal. Ja. Herr Dilling fängt ein bisschen verhaltener an. Vielleicht hat er beim letzten Mal sich das Video danach nochmal angesehen, hat gemerkt, er hat wirklich immer gute Starthände gehabt und macht es ein bisschen langsamer. Vielleicht auch ein bisschen, um Taktik zu üben und zu sagen, ja, das letzte Mal habe ich fast in der Hand gespielt. Und jetzt wird's interessant, weil Nico mit einem ja, also recht guten Start, mit einer guten Starthand da sitzt. Das Entscheidende ist ja immer, wie gehe ich in so ein Spiel rein? Also wenn ich in der Reihe bin, um zu setzen, was empfiehlst du so einem Spieler dann, wenn er ein recht gutes Blatt hat, um die anderen aber nicht rauszublöffen? Also gerade am Anfang, denke ich mal, da wird noch nicht so viel aggressiv gespielt. Ich würde gerne ausgehen, wenn andere Spieler erhöht, vor allem die jetzt noch nicht so oft Poker gespielt haben, dass da eine ganz schön starke Hand hinter ist. Meistens wird die halt einfach nur vor dem Flop bezahlt und nicht wirklich erhöht, gerade am Anfang. Für so eine Runde Standard, denke ich mal. Profi ist was anderes, aber ja, hier ist es normal und wenn man dann halt was trifft am Flop, wird es meist weitergespielt. Mit der Hoffnung, dass man dann vielleicht noch mehr trifft oder es schon ausreicht. Aber halt sobald man ein paar trifft, in der Regel geht man auch nicht raus da. Nee, also das war eben bei Manuel Ratte, der hat nach dem Flop das Bubenpärchen getroffen und Herr Putzke ganz zum Schluss raus die Astern erwischt. Das sind halt auch so Sachen, wenn man ein relativ hohes Pärchen trifft, das muss man dann schon auch stark verteidigen, oder? Also weil die Gefahr, dass eine Dame, ein König oder eine Ass kommt und jemand dann ein entsprechend höheres Pärchen hat, die ist ja dennoch da eigentlich. Ja, hier ist wahrscheinlich hauptsächlich das Problem, dass er zwar das Buben-Paar hatte, aber dazu noch die 7. Das ist nicht die beste Beikarte. Deshalb hat er wahrscheinlich gecheckt und hat so zugelassen, dass der Herr Putzke noch sein Ass trifft, was halt verhindert werden hätte können. Richtig, also man kann da jetzt ein bisschen sich Gedanken machen, wie der eine oder andere Spieler sich im Laufe des Spiels auch ein bisschen verändert von seiner Taktik her, weil er dennoch sieht, wenn er bis zum Schluss die Hand durchspielt, was der Gegner gehabt hat und wie der Gegner mit dieser Karte oder mit Ass 5, die bis zum Schluss nichts wert war, durchgespielt hat. Das ist ja dann das Entscheidende eigentlich, wenn jemand da ein bisschen den Gegenspieler lesen kann und sich merkt, wie hat er vorher gespielt, mit welcher Hand, sich dann darauf einzustellen. Ja, ist halt sehr situationsbedingt, wie stark man sich da fühlen kann. Aber generell bei, sagen wir jetzt mal hier, 5 Spielern, muss man schon aufpassen. Da ist die eigene Handstärke schon gerne mal vielleicht schlechter, als wenn man jetzt nur gegen einen Spieler spielt. Egal, ob man was trifft, dann zum Beispiel halt eben der Bube, kann auch ein besser Bube draußen sein. Natürlich mit einer höheren Highcard. Also die Varianten sind da ja sehr vielfältig. Gerade wir hatten jetzt eben gerade das Thema größere Highcard. Das ist immer interessant, ja, wie stark dann sein eigenes Blatt eigentlich ist, wenn man ein Pärchen hat, aber nur ein Zweier oder ein Dreier als Beikarte. Manu hat jetzt gerade im Flop den Zweier Drilling getroffen. Das Set ist interessant. Generell bei der Runde wird er sich wahrscheinlich ganz schön darüber freuen, weil in der Regel kommt auch ordentlich was ausgezahlt, weil da jeder König und vielleicht auch manche 10 auch noch mitgehen. Ich schätze euch mit Herrn Dilling ein, mit dem 10er, der wird dann nicht direkt rausgehen, er wird noch versuchen weiter was zu treffen, vielleicht kommt ja noch der 3er. Genau, es kommt ja immer noch an, wie hoch spielt Manu seine jetzige Hand an und er weiß, er hat einen Drilling. Kann aber auch nicht abschätzen, ob nicht vielleicht Herr Dilling mit einem 10er-Pärchen auch mit reingegangen ist. Ja, scheinbar ist er jetzt aber rausgegangen. Was ich interessant finde, weil ich habe schon anderes von ihm gehört, auch in der Generalprobe, dass er da mit sowas noch gerne mitgeht. Vielleicht hat er sich jetzt aber für das Hauptspiel nochmal anders überlegt. Vielleicht ist halt der Wunsch, seinen Titel zu verteidigen, doch so groß, dass er sagt, er riskiert nicht zu viel, weil auch in der ersten Pokerrunde hat man gesehen, dass er ein paar Hände dabei hatte, die hat er zu aggressiv mitgespielt und ist dann auch mal ein bisschen runtergerutscht. Also sein Stack ist dann doch merklich geschrumpft und er hat sich wiederholen müssen.
Vielleicht ist ihm das noch in Erinnerung geblieben, dass man nicht jede Hand bis zum Schluss durchspielen muss, auch wenn sie vermeintlich mit dem Zehnerpärchen gut gewesen wäre. Ja, wobei bei ihm letztes Mal, muss man schon sagen, ging es eigentlich fast nur bergauf, so wirklich wieder der Abfall, der auch gut und gern hätte kommen können, kam nicht. So richtig runtergerasselt ist er nie. Also er hat immer ein bisschen was verloren, war immer auch nicht viel, weil er es auch relativ geschickt angestellt hat. Er hat immer einen gewissen Pot gespielt, nicht zu hoch eingestiegen, um noch ein oder zwei Spieler mitzunehmen. Und hat dementsprechend, wenn er dann mal verloren hat, auch nicht zu viel verloren, weil er recht kalkuliert rangegangen ist. Vielleicht liegt es an, weil er doch BWL, das BWL-Brain am Tisch ist. Ja, wobei da teilweise die Pot-Sizes, also wie viele da jetzt gesetzt hat, letztes Mal auch noch ein bisschen entweder zu hoch war oder halt, dass er dann halt trotzdem nicht den richtigen Preis bekommen hat. Also das ist einfach wahrscheinlichkeitsmäßig und so, dass das eigentlich falsch war. Vielleicht hat es ja diesmal ein bisschen genauer betrachtet. Werden wir sehen. Aber ich glaube jetzt gerade am Anfang, wenn man das sieht, liegen nur 100er Chips im Pot, die Blinds sind 25-50. Ja, also das ist noch human. Ja, da wird nicht viel kaputt. Da wird nicht viel re-raised, da wird kleine Pötte gespielt, wenn halt, wie gesagt, nicht gerade Asse aber gegen König oder sowas, treffen wir beide Spieler auch theoretisch Asse haben. Ja. Das Interessante ist eigentlich dann Post-Flop. Richtig. Den haben wir jetzt nicht gesehen. Die Runde ging sehr schnell zu Ende. Und wenn ich das richtig sehe, hat sich Manu die Chips gesichert. Interessant wird es werden, wenn wir, sag ich mal, so halbe, dreiviertel Stunde mal auf die Stacks der einzelnen Spieler schauen können, also wenn wir die Fernsehbilder dazu bekommen, dann können wir so ein bisschen eine Einschätzung machen, wie ja der erste Drittel vom Spiel ein bisschen gelaufen ist, wer gute Hände gespielt hat und inwieweit das Glück dann wieder bei Herrn Dillings Seite war, der wirklich letzte Mal immer gute Starthände bekommen hat oder dann spätestens der Flop ihm geholfen hat. Ja, hier auch wieder 9er. So was wie heute. Genau. Also 9er Pärchen auf die Hand zu bekommen. Kann man gut spielen, weil entweder trifft man und man trifft es nicht. Also. Genau, also ein Pärchen ist eigentlich vorm Flop so das Schönste, was man bekommen kann, weil man kann was setzen, ja, weil man hat ja doch was Gutes. Mhm. Man kann nach dem Flop sich entscheiden, wenn dann meinetwegen 8 König kommt oder sowas, dann zu sagen, wenn einer setzt, steige ich aus, weil dann ist das 9er Pärchen nicht mehr hoch genug, weil es in der Mitte liegt. Ja, hier haben wir auch noch Ass König, auch eine interessante Hand. Mit Ass König, witzigerweise heute in der Generalprobe, ich bin ja immer einer, der auch beim letzten Mal, die gesagt hat, Ass König ist immer so eine verrufene Hand, der, wo man sagt, so ja, Anna Kunikhofer schaut gut aus, kann nichts. Nico hat heute in der Generalprobe mit dieser Hand die allerletzte Runde gewonnen, und zwar mit einem Flush. Ja. Das war nicht schlecht. Ja, gut. Man kann es auch so sehen, vor dem Flop ist es nur Ass hoch, aber es hat natürlich schon trotzdem seinen Wert. Aber ich kann es auch verstehen, dass man da jetzt noch nicht direkt re-raised. Man muss ja auch erstmal treffen und vielleicht will man auch so schlechte Asse drin behalten. Da kann man ruhig callen, schauen, ob man trifft und nicht. Ja. Ist auch nicht verkehrt in dem Fall. In dem Fall steigt er aus, weil er mit Ass König bei 6, 10, 8 nicht viel anfangen kann. Boxt sein 9er Pärchen durch. Hatte Angst vorm Flush Draw. Also das hat er durchaus heute auch bei der Generalprobe ein bisschen aufgepasst, dass da dann auch ein Pärchen nicht mehr viel wert sein kann, wenn im Flop dreimal die gleiche Farbe liegt. Ja, wobei halt natürlich noch ein einzelnes Ass bezahlen würde. Also, genau, ja. Keine Option. Ich habe nicht bei mir. Sie sind Chip-Leader. Ja, genau. Es ist interessant einzuschätzen, dass Frau Jungwirth, die ist ja zumindest meine Einschätzung, am wenigsten Pokererfahrung hat. Sieht so aus, zumindest mit den ganzen Notizen. Vom spielerischen her war das auch nur Verwirrung, jetzt kann man es ja mal sagen, wo sie im Interview angegeben hat, sie pokert seit 1994. Wenn ich seit 1994 pokern würde, dann würde ich jetzt schon alleine am Tisch sitzen, wahrscheinlich. Da war ich noch gar nicht geboren. Gut, geboren war zu dem Zeitpunkt der Herr Putzke auch schon. Und Herr Putzke ist einer, können wir ein bisschen auf die Spiele eingehen, der
ist sehr gut befreundet mit Nico. Ja, Nico ist jetzt einer, der sportlich an der Uni Passau schon eigentlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Hat sich beim letzten Mal geschlagen, hat sich heute auf der Duld nochmal mit einem kühlen Bierchen Mut angetrunken, so wie er erzählt, und bekommt auch für das keine schlechten Karten. Also hat immer zweimal die gleiche Farbe, immer eine High Cup mit dabei, was immer nicht schlecht ist. In dem Fall trifft er sogar die Dame. Ein Ass ist dann halt auch wieder gefährlich. Ja. Wie muss er denn das spielen, dass jemand wie der Nico, der auch was getroffen hat und naja, ein Herz liegt zumindest auch. Ja, also entweder hat er jetzt angespielt oder er hat gecallt, beides okay. Natürlich Fold ist keine Option, aber direkt nochmal erhöhen macht auch nicht wirklich Sinn. Ja, einfach mitgehen, einen Turn anschauen. Jetzt kommt wieder das Ass, das zweite Ass. Das ist der Drilling von Dilling. Ja, keine Chance. Also da hilft dem Nico eigentlich nur noch ein Herz. Jetzt ist die Frage, er weiß, dass er zwei Herz hat, es liegen zwei Herz auf dem Tisch. Herr Dilling wird seine drei Asse doch relativ gut verteidigen. Entweder, weil er sagt, jemand zahlt noch mit, oder die anderen steigen aus, hat er trotzdem einen guten Pot gewonnen. Ja. Also gerade auch so ein schlechtes Ass kann er gut und gerne dabei sein und nicht wirklich viele stärke Asse. Naja, ein paar vielleicht, aber man kann da noch relativ zuversichtlich sein. Und Nico kann je nachdem, wie er jetzt gesagt hat, auch noch ruhig bezahlen, weil der Flush kann auch möglich sein. Die Dame ist eher unwahrscheinlich noch gut, aber vielleicht trifft man ja eine zweite Dame. In dem Fall. Wobei, wird er wahrscheinlich, in dem Fall wird er wahrscheinlich aussteigen, weil er seinen Flush nicht getroffen hat und Herr Dilling hat sein Ass-Drilling gut angespielt. Ja, das jetzt war wohl das Zeichen dann auch an Nico. Da wird nicht viel für dich bei rumkommen. Ja, jetzt wenn wieder was gesetzt werden würde, ist die Dame eigentlich ein Fold. Also gibt keinen Grund, da nochmal zu bezahlen. Es gibt wirklich viele Hände, die da schlechter sind. Ja, Nico hat es durchgezogen. Er hat sein Damenpärchen bis zum bitteren Ende hat er nochmal bezahlt. Er hat nochmal Ja gesagt und mit Herrn Dilling bis zum Schluss durchgespielt. Das ist jetzt wieder was, wo er merkt, der Herr Dilling ist einer, der spielt gut. Ja, das muss man einfach sagen, wie es ist. Er bekommt gute Hände, aber er spielt sie auch gut. Also man kann auch ein Ass-Pärchen oder ein Ass-Drilling auch schlecht spielen. Ja, kann man durchaus machen. Wird sehr interessant werden. Also ich bin mal gespannt, wann die erste und die Frau Hülwirt mitspielt. Also wie gesagt, der Tipp an sie war, erstmal ein bisschen verhaltener spielen, ein bisschen ruhiger sich anschauen, wie sind so die Einsätze, ja, weil das auch immer so eine Sache ist, wenn ich in der Mitte von den Spielern sitze, zahle ich dann schon vorm Flop mit oder zahle ich nicht mit, weil ich weiß, na ja, der nach mir kommt, das ist einer, der raced einfach mal um 400, ja, und das ist dann was, wo ich dann sage, das wäre verschenktes Geld, ja. Weil ich möchte eigentlich nur den Flop sehen. Das ist gerade für Anfänger immer so die beste Variante, um Geld zu sparen, so günstig wie möglich an den Flop zu kommen. Ja, wobei mit kann man glaube ich auch noch gut die unteren 30% an Hände wegwerfen kann. Ja. Hier jetzt Ruben mit Königen. Ja, hat leider keine Action bekommen, hat erhöht, wollte nicht so viele Hände am Flop haben, aber hat halt keiner was gehabt und war da einfach vor dem Flop schon die Tipps genommen. Das ist immer so ein bisschen so ein 50-50-Ding, ja. Wie hoch steige ich ein, um mein Pärchen, das nur ich kenne, gut zu stellen, ohne alle Spieler rauszuschmeißen, weil Ziel ist ja zumindest ein, zwei Spieler noch mitzuziehen oder dieses typische Blindstehlen. Aber Blindstehlen macht man nicht, man blufft wahrscheinlich eher, als dass man eine gute Hand hoch anspielt. Ne? Wie ist das so vorm Flop, die Blinds zu stehlen? Was sind da so die... Ich glaube, es in der Runde funktioniert es einfach nicht so gut. Generell, wenn man richtig spielt, sollte man schon probieren. Aber jetzt da, wo halt noch mehr bezahlt wird, wo halt auch jeder noch irgendwie 400 Big Blinds hat, also sehr, sehr viel Raum zum Spielen. ja, nicht unbedingt was, so viel anzuerhöhen.
Also dann wird tatsächlich nur auf die besten Hände zurückgegriffen. Wie gesagt, mit Dame hier wird wahrscheinlich doch wieder erhöht werden. Ja. Würde mich wundern, wenn nicht. Vor allem Ruben ist einer, zumindest auf Studentenseite, der, wie auch Guido Lenk, gute Pokerkenntnisse hat. Also das ist einer, der kann auch gegen Herrn Putzke und gegen Manu, der Ass-7 hält, was auch nicht schlecht ist. Ja, interessant, wie er das verteidigen wird. Ja, ich glaube, Ruben hat da um 300 erhöht, also anfangs Raise und dann die anderen beiden haben gecallt. Soweit okay. Vielleicht Ass 7 ein bisschen spekulativ, aber... Also Dame Ass kann man auf jeden Fall mitspielen. Kommt doch an, wie man den Ruben einschätzt. Ja, also Dame Ass kann man mitspielen, weil es sind beides hohe Bildkarten. Ja? Da kommt so ein Flop eigentlich sehr gelegen, weil man auch da sagen kann, mein Gott, wenn einer eine 8 getroffen hat, ein 8er Pärchen, 9er Pärchen hat, ist noch nichts verloren. Ja. Aber spätestens beim Turn sollte man dann so sich überlegen, rauszugehen. Ja, genau. Er hat sich jetzt schon nach dem Flop entschieden, Dame Ass wegzuschmeißen. Ja, wird zu der Situation jetzt gerade noch vollkommen okay, wenn man dann ein bisschen langsam angeht. Gut, also wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen weiter an. Ziehen unsere Fader runter und lassen euch mal lauschen, was am Tisch eigentlich so geboten ist. Stößchen. Nee, ihr seid der Frau. Fein. Wir sind nicht verfeindet. Nein. Hoffe ich jedenfalls. Mit 50? 100 zum Mitspielen. Big Blind ist 100. Ach so. Oder nicht? Ich wollte nicht mitspielen. Kann ich jetzt noch mehr als 300, wenn ich will? Sie können drüber re-raisen. 1100. Wie viel muss ich jetzt? 300 kann ich drin, 1100 sind 800 mehr. 800 mehr. Dann call. Call. Zwei Spieler jetzt. Wenn wir sich mal aufpressen. Die Bank. 2000. Nach dem Abend hassen sich die beiden. Check. Besser? Ja. Sie haben jetzt aufgedeckt, das heißt, sie haben. Ach so, weil sie gezeigt haben, dachte ich. Dran ist, sie werden dran. Ja, ach so, okay. Dran schon. Ja, okay. Das heißt. So, etwas verhalten sind die Gespräche noch am Tisch, aber dafür sind wir zwei hier in der Kommentatorenkabine. Ja, sind mal gespannt, wie es am Tisch weitergeht. Wir haben jetzt mal bei Facebook mal den Herrn Achim Dilling uns aufgerufen und schauen mal, ob sich auf dem seiner Facebook-Seite irgendwas tut bezüglich Final Table Show oder ob seine Fans, die zu Hause vorm Fernseher sitzen, eigentlich dazu kommen, irgendwas zu schreiben, weil sie einfach gespannt zusehen, was der Dilling so macht. Nee. Also bei Facebook passiert nichts, aber wir gehen im Laufe des Abends auch rüber in unsere Social-Media-Ecke, wo unsere netten Kolleginnen
dann auch jedem so ein bisschen erzählen, was bei Facebook und Twitter so los ist. Das ist zum Glück nicht unsere Aufgabe, sondern wir schauen immer wieder, was am Tisch so passiert. Auch ein bisschen Körpersprache mal. Ja, also wir haben Nico letzten Mal gesehen, der hing oft relativ relaxed in seinem Stuhl drinnen. Ist das was, wo man vielleicht dem Gegenspieler signalisiert, boah, also ich bekomme irgendwie auch nur blöde Hände und so wird das sowieso nichts werden, oder ist das... Ist es was man schwer einschätzen kann? Ja, ich denke, er wird einfach versuchen, einfach locker ranzugehen, es nicht zu ernst zu nehmen. Ich denke mal, er weiß, dass er vom Pokerspielen nicht unbedingt der Beste da ist, aber so sind auch die Erwartungen und der Druck ein bisschen niedrig und einfach, das ist so die Außenpräsentation, dass das locker angeht. Wird seine Art sein. Über sein Spiel sagt es nicht unbedingt immer so viel aus. Aber es wird interessant, wenn er auf einmal dann auf Ernst macht. Das wäre dann schon für mich ein Signal. Oh, jetzt hat er vielleicht was. Das ist ja nämlich genau die Gefahr, die ja besteht, wenn man im Verlauf von so einem Spiel seine Körperhaltung oder seine eigene Körpersprache dann ändert, weil ein Gegenspieler dann mitbekommt, okay, da hat sich irgendwas getan. Also entweder sind jetzt die letzten Hände besser geworden und er traut sich mal was, oder er hat jetzt gerade in dem Moment eine starke Hand, die er auch durchziehen will. Hier jetzt gerade das Set getroffen von der Frau Jungwirth, aber sonst leider hat sonst niemand wirklich was. Toll. Aber Herr Dilling spielt an, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich kriege aber noch mal zwei von denen. Für Frau Jungwirth ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Sie hat einen Vierer Drilling getroffen nach dem Flop und mit Herrn Dilling einen Kandidaten, der seine zwei Sechser durchaus verteidigen wird. Also der hat von den Buben noch keine Angst. Also richtig wäre jetzt hier zu callen. Ich denke, es hat es auch gemacht, gut so, weil erhöhen kann man zwar machen, aber damit verscheucht man alle anderen Hände, die irgendwie vielleicht noch treffen könnten. Ja, damit hat Frau Jungwirth ein Vierer Pärchen als Starthand gut durchgebracht, ein Vierer Drilling draus gemacht. Ja, vielleicht im Anspann, wenn man es getan hat, sollte man schon noch machen. Es hat nichts geändert. Also der River hat für sie nichts geändert. Und auch wenn jetzt jemand vielleicht ein Dreierpärchen getroffen hat oder vielleicht ein Dreierpärchen hat und ein Zweierpärchen, das ist was, wo man sein Vierer-Drilling durchaus kann. Ja, in der Situation müsste eigentlich fast die beste Hand haben. Man kann davon ausgehen, weil von besseren Händen mehr gehört. Aber schlechte Hände hätten auch so gespielt, anders als Sechser. Schlechter Bube hätte auch so gespielt. Ja. Hätte dann auch noch bezahlt. Also ich muss sagen, Frau Jungwirth schlägt sich bisher gut. Ja, sie spielt auch Hände mit, wenn sie der Meinung ist, die kann durchgehen und kann auch den Pop für sich entscheiden. Das Pech hatte halt damals Frau Jordan, dass sie eine wirklich starke Hand hatte und Herr Dilling halt auch eine starke Hand hatte und keiner wollte ablassen und das Spiel für sich entscheiden. Die Angst muss Frau Jungwirth definitiv heute nicht haben. Ja, sie bekommt Hände, die man gut spielen kann, es sind aber keine Hände dabei, zumindest bis jetzt nicht, die in der Gefahr sind, dass sie so gut sind, Richtung Flush Full House, ja, oder große Straße, sag ich, eine Straße, was immer noch geschlagen werden kann, ja, und in dieser Situation hat sie sich bis jetzt noch nicht gebracht, und macht es, glaube ich, für sie ein bisschen leichter. Ja, also ein Drilling durchzuspielen, ist vollkommen ausreichend, wenn sie mal einen Flush hat, den durchaus auch spielen, damit macht sie alles richtig. Ja, jetzt scheinbar hatte Herr Dilling am Dealer-Button als König bekommen, wird es auch erhöht haben, weil ein anderes Spiel im Pot involviert ist. Flop Ding Check Check, also hat anscheinend keine wirklich was getroffen. Oder, ich sehe es jetzt nicht genau. Der Putzke mit 8 Ass eigentlich gut dabei. König Ass immer noch High Card, das Siemer-Pärchen liegt. Das ist so eine typische Hand, wo man dann checkt, ja, wo man, aber seine Ass auch durchaus mit einem Anspiel halten kann. Ja, Ass-König kann er ruhig mit einem Anspielen eigentlich, um den Pot zu stehlen.
Ja, genau, das wäre jetzt genauso eine Situation, wo man sagen kann, naja, es ist einer am Tisch, setze ich, weiß ich nicht, 300, 400, ist nicht zu viel, nicht zu wenig, aber es reicht, um den anderen rauszuboxen, der auch nichts hat. Ja. Also einer von den beiden hätte anspielen müssen und hätte den Pot zu 100% kassiert. Mhm. Ja, das ging jetzt eher am Schluss noch, glaube ich, check, check. Ja. Und das aus König nimmt den Pot mit. Das waren schon ein paar mehr als vom Anfang gerade. Ja, man merkt, dass die Leute langsam abhauen. Merkt man, wie ihre Spielweise ist, wie sich ein bisschen darauf einstellen, wie die Gegner sind. Also es werden sich sicher auch ein paar Spieler rauskristallisieren, die öfters mal mit dem einen oder anderen öfters zusammenspielen und mit dem anderen vielleicht im Laufe des Abends so gut wie gar nicht zusammenspielen. So lernt man dann auch ein gewisses Gefühl, gegen wen spiele ich diese Hand jetzt und gegen wen schlage ich lieber aus, weil ich ihn eben durch andere Hände ein bisschen zu stark einschätze. Ja. Aber das sieht nur so wenig aus. Wobei jetzt sich auch gerade der Putzke bei Bromherrn Dilling, dass er wird erhöht haben. Herr Dilling hat nur gecallt am Button. Ja, für die Situation ist es noch okay. Man kann es aber ruhig dann auch erhöhen. Wie viel? In der späten Position. Wie man möchte. Wie lange spielen wir jetzt schon? Vielleicht hat es der ein oder andere Zuschauer auch schon gesehen. Die ist mir auch schon aufgefallen. Ja, Herr Dilling hat heute eine extra Dose oder ein extra Gefäß Erdnüsse vor sich. Der ist ja das letzte Mal als der Spieler gekrönt worden, inoffiziell, der am meisten Erdnüsse gegessen hat und hat auch im Vorfeld schon darum gebeten, nicht zu wenig Erdnüsse zu besorgen und hat dementsprechend einen ganz großen Becher für sich alleine bekommen. Ist vielleicht auch so ein bisschen was, wo man sagt, naja, man kann vielleicht auch ein bisschen die Nervosität ein bisschen unterdrücken, wenn man was zu knabbern hat. Ja, also dann dieses nervöse Rumkauen auf Stiften oder so, kennt man ja selber aus der Schule vielleicht ein bisschen. Wenn man ein bisschen was zum Essen, zum Kauen hat, ist vielleicht dann oft nicht so ganz so auffällig, wenn man eigentlich nervös ist. Und hat den lustigen Nebeneffekt, die Leute bekommen Durst. Ja. Und unsere Tischdame, die immer wieder mal zum Tisch geläutet wird, mit der Klingel, die auf dem Tisch steht, wird im Laufe des Abends immer mehr zu tun bekommen wahrscheinlich. Nico heute fällt mir auf in einem anderen Outfit als letztes Mal. Hast du es noch in Erinnerung? Da hat er, glaube ich, hat der Trainingsanzug an? Der hat zumindest der Trainingsjacke angehabt, ja. Also beim letzten Mal kam er frisch aus dem Sportzentrum an den Pokertisch. Heute kommt er frisch von der Duld und macht sich jetzt ein kleines Rennen mit Putzke, der König Ass hat und Nico mit König Dame. Ja. Interessante Kombination. Ja, er hat jetzt nochmal angespielt, König Dame. Trifft jetzt, das ist schon mal gut für ihn. Das Anspielen selber ist mittelmäßig bis fragwürdig. Und was macht er, wenn der Zehner kommt? Dann hat er verloren. Wenn der Zehner kommt, wird er wahrscheinlich, naja, bei ihm konnte ich genau sagen, aber er sollte vielleicht eher nicht dann anspielen. Ja, jetzt entscheidet die Riverkarte, ob Herr Putzke sich auf ein Spielchen einlässt. Ich kann mir vorstellen, dass er nochmal gerne bezahlen wird mit dem Zehner-Out, mit dem vielleicht nur Ass-Out, vielleicht sogar noch dem König, der eventuell gut sein könnte. Da ist halt dann immer die Frage, kommt auf den Preis drauf an, würde ich jetzt mal bezahlen. Erstens das, was Nico setzt und ob Nico auf seinen Zettel geschaut hat und weiß, was er hat und was der Herr Putzke haben könnte, sollte die 10 fallen. Davon gehe ich aus, dass Nico sich daran halten wird, an diesen Zettel, den wir ihm zur Verfügung gestellt haben, wo alle möglichen Hände, die ein Spieler spielen kann, drauf sind. Ja, die Frage ist auch immer interessant, was der Gegner haben könnte in dem Fall. Jeder Bube kann er da ruhig haben. Also klar, interessant. Oh. Und jetzt, wir haben die Karten nicht so ausgegeben, wie sie jetzt kommen, aber es kam der Zehner und der Putzke hat die Straße getroffen. Und jetzt kommt eben das Interessante. Hat dass der Zehner dem Herrn Putzke eine Straße besorgen kann. Ja. Er hat König Dame, war bisher das höchste Blatt.
muss mal meinen Glückskunde befragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er das noch bezahlen wird. Kommt auch wieder da auf die Höhe drauf an, wie hoch Herr Putzke einsteckt. Herr Putzke weiß, dass er die höchste Hand hält, in dem Fall die beste Hand hält und will wahrscheinlich auch da vielleicht nicht zu viel riskieren und nicht zu hoch einsteigen, sondern möchte, dass der Nico noch einen drauflegt, also noch ein bisschen Cash gibt. Ja. Wir machen langsam hier mal eine kleine Pause, weil wir haben gehört, die Band spielt eine Runde drüben im TV-Studio. Damit geben wir rüber an den Tisch und an die Band. Bis gleich. Vielen Dank, Gusti. Die Kandidaten sind ja schon total ins Spiel vertieft und sollten sich bestenfalls auch jetzt nicht ablenken lassen. Denn auch während unserer Liveband wird natürlich weitergespielt. Ihr dürft euch aber gerne mitreißen lassen. Wir freuen uns, dass wir sie heute Abend hier haben. Seit kurzem in neuer Besetzung, seit neuestem sind sie zu viert. 15 Lines Sonnet mit ihrer ganz eigenen Version von Jamiroquai's Virtual Insanity. Franzi, Verena und Basti von 15 Lines Sonnet. Von euch hören wir später noch mehr. Jetzt aber wieder zurück zu dir, Gusti. Es sind ja noch alle am Tisch, aber was haben wir in der Zwischenzeit verpasst? Du bist mit 200. Schon 102. Ah, schnell nicht gleich gespielt. Geht gleich schon wieder hoch. Wird mal wieder Zeit. Ja, mit zwei Assen sollte man das auch machen. So, wir haben jetzt leider nicht gesehen, wie die Hand ausgegangen ist. War halt schon sehr interessant und leider kam da die Band dazwischen. Wie viel da jetzt Nico verloren hatte, würde ich schon gerne wissen. Das sehen wir vielleicht gleich noch.
wie sein Stack jetzt aussieht. Es ist halt an sich schon so, dass Nico sich dann mit der Dame relativ wohlfühlen kann. Als König ist es nicht gerade die wahrscheinlichste Hand, die der Gegner da hat. Dann eher vielleicht ein Bube, der dann noch dabei ist. Ja, bisschen Pech fühlen, dass er da den Zehner tatsächlich dann trifft. Gehört halt auch dazu. Und seine Aufgabe war es jetzt eigentlich nur halt möglichst wenig zu verlieren. Hier Ass Dame hat wohl keinen Gegner gefunden wirklich. Erhöht und dann war es auch schon gelaufen. Schon wieder gewonnen, oder was? Wahnsinn. Ja, schon wieder gewonnen. Wie man sieht, so viel hat er dann auch nicht davon rausbekommen. Ein paar Blinds gestohlen. Nie verkehrt. Aber da kann man nicht so viel draufsetzen. Läuft im Casino eigentlich so ein bisschen Hintergrundmusik oder ist es da still? Da konzentriert man sich im Casino. Von daher, manche hören da zwar Musik, aber dann ihre eigene. Aber eine Band zur Ablenkung braucht man eigentlich während des Spiels nicht unbedingt. So, jetzt hören wir auch mal ein bisschen mehr, was am Tisch so läuft. Das ist nie verkehrt. Ich hätte gerne das nächste Mal bessere Karten. Ja. Das ist immer das Schlechteste, was man dem Dealer sagen kann. Ich hätte gerne das nächste Mal bessere Karten gehabt. Der Dealer kann einem eigentlich nur das geben, was gerade an Karten kommt. Ja. Aber das ist wieder mal typisch Dilling. Ihm kann es nicht gut genug sein. Ja. Am besten Asse. Am besten öfters als einmal. Die hat er jetzt nicht bekommen, deswegen hat er sich beschwert, weil Nico eine hat und Guido eine hat. Ass 2, Ass 5. Das ist für beide sehr interessant. Beide werden eine Straße suchen. Ja. Oder ja, das Ass-Kälber kann man auch relativ gut spielen. Ist aber schwierig, weil keine High-Card. Also 10 Bube als High-Card wäre nicht schlecht. Gerade wenn man damit rechnen muss und kann, dass der Gegner auch eine Ass hat. Eine Straße, wenn kommt, dann gibt's den Split-Pot. Ja. Sei denn, es sind ja unterschiedliche Kicker. Es kann 3, 4, 5 kommen. Das wäre sehr interessant. War jetzt, glaube ich, nicht der Fall. Ich habe es nicht genau gesehen. Aber, oh, ich höre schon 4.000. Das ist eigentlich ganz schön viel, wenn man bedenkt, die Blinds müssen jetzt gerade so bei 100, 50, 100 sein. Ja, Nico hat jetzt ein bisschen was aufzuholen. Ja? Ja gut, er hat halt das Paar getroffen. Hat ziemlich hoch angespielt, glaube ich, so wie ich das gehört habe. Er war halt sich einfach sehr, sehr sicher, dass er die beste Hand hat mit dem Fünferpaar, weil zwei Zehner schon liegen, dritte Zehner eher unwahrscheinlich unterwegs ist. Dann hätte er vorhin seine Dame auch ein bisschen besser anspielen müssen. Dann wäre die Gefahr gar nicht gelaufen, dass... Vielleicht ist es ja jetzt eine Folge draus, das weiß ich nicht. Ja. Auf jeden Fall interessante Höhe, 4.000, finde ich. Ganz andere Dynamik als beim letzten Mal. Viel verhaltener. Ja, ja, da hat er recht, ja. Am Anfang gerade die erste Hand, sie war sehr beiden Spielern. Na, wirklich. Da waren, glaube ich, schon bevor der River kam, ein halber Stack, also zu 10.000 Chips drin. Obwohl die Frau Jordan, doch, die hat da ihre Straße schon. Herr Dilling halt mit dem Drilling. Vielleicht schauen wir mal, was der Dilling noch so zum Besten geben kann mit seiner Erfahrung vom letzten Mal. Und wenn nicht viel passiert, dann sind wir auch gleich wieder für euch da. Okay. Sprühe mit. 1200. Ich führe auch eine Foldung durch. Halt gerade ziehe ich, ne? Gold. Kann ich nicht machen. Das bin ich. Ich halle so ein bisschen. Na, das ist eine Kontrollschließung. 1200. 1200. Ja, das ist gut geregelt. Ich glaube, jetzt passt es ja. Nee, ich auch nicht.
2005. 2014. Da hilft die Denkerbrille auch nicht. Ja, jetzt musst du schon mal reden. Was ist noch? Geh ich halt die nächste Runde. Okay. Ja, nee, das macht sie mal unter euch aus. Was ist wieder jetzt? Lass mal noch den Plan angucken. Ja. 4, 5 ungefähr. Dann das. All-in. Gut, also dann haben wir damit das erste All-in und die Frage stellt sich wieder, wie viel Eier hat Nico in der Hose, um da einen All-in zu callen mit einem 7er Pärchen? Also machen sollte er es eigentlich nicht. Da selbst, wenn der Gegner eine Dame hat, sind die 7 unterlegen. So gerade von hinten, die der Gegner haben könnte, gibt es nicht wirklich viele, wo es jemand noch vorne sind. 10er können auch gut drin sein, vor allem wenn es gerade so wirklich jetzt gerade reingeballert wird. Würde ich schon denken, dass der Gegner dann 10 hält. Ist eigentlich ein klarer Fold in also dem Fall. Nico fragt gerade an den Tisch, was ich dazu sagen würde und ich würde ihm den Tipp geben, wegschmeißen. Nicht mehr weiterspielen. Also ganz ehrlich, ich würde ihm alle ganz, ganz gerne helfen, weil er das letzte Mal schon ein Full House an die Wand gefahren hat, weil weggeschmissen. Ich würde sagen, steig aus und hol dir noch ein Bier. Ja, aber bleib am Tisch. Es sollte sogar schon am Flop, glaube ich, gut weggeschmissen gemacht worden sein, so viel wieder gesetzt wurde. Ich glaube, die Erhöhung war 1200, dann wurde 2500 am Flop gesetzt. Die Siebener sind da zu schwach. Sehr selten es waren, vorne. Es war Dame, 2 Zehner im Flop, dann kam die Ass. Also da bist du mit deinem 7er Pärchen eigentlich hast du nichts zu suchen mehr. Gar nichts, ja. Also sobald jemand setzt, dann gehe ich spätestens vom Tisch. Also war jetzt eine interessante Geschichte, weil Nico hätte sein 2er Pärchen gerne durchgeboxt, weil die 2 Zehner hätten ja auch noch ihm gehört, grundsätzlich, aber es war wirklich besser auszusteigen. Ja. War aber auch gut gespielt, von Ruben, glaube ich, war es. Von Manu. War gut gespielt, gut angespielt, weil Nico hat ja doch kurz überlegt, spielt er da jetzt noch mit oder nicht? Der Pot wäre gut gewesen. War so auch nicht schlecht. Das darf Nico nicht so oft passieren, dass er vermeintlich gute Karten hat und dann, ja. Ja, ist halt schön, wenn man dann im Prinzip einen Call bekommt. Ist in der Regel nicht wirklich der Fall bei einem Gegner, der ein bisschen mitdenkt. Ich glaube, Nico ist jetzt auch schon wieder relativ knapp an Chips. Müsste so die Hälfte oder ein bisschen mehr haben von dem, was er anfangen hatte. Ja, bei dem wird es, glaube ich, so von dem, was ich jetzt da gesehen habe, als erstes etwas enger. Könnte durchaus sein, dass Nico der Erste ist, der in der Losers Lounge am Kicker dann zum König gekrönt wird. Herr Putz und Herr Dilling haben gerade den Anfang gemacht und haben eine Menge Spaß am Tisch und da wollen wir euch natürlich mal kurz in Ruhe mit reinhören lassen. Die sind's gewohnt, aber die wehren sich auch neuerdings. Ja, das ist auch gut so. Ein Kollege von mir, der hat einen juristischen Fall gebildet und da kam ein Kubi vor, der da 12 Uhr irgendwo auf der Liegewiese liegt. Und das hat natürlich alle Vorurteile bestätigt und dann haben die sich beschwert. Ja, hat die Fachschaft einen Protestbrief geschrieben. Wo sind wir? Und? Ein Protestbrief? Ja, hat nichts gebracht. Okay. Ich habe daraufhin alle meine Fälle auf Kuwi-Leute umgestellt. Aus Solidarität. 2400. Also nur noch mal fürs Protokoll, ich mag alle Kuwi-Studenten. Ja, ich. Ich mag auch alle Vivis, Informatiker und Juristen sowieso. Ja, das letzte Mal habe ich immer gehört aus dem Off, dass der Trash-Talk zu wenig war. Und deswegen denke ich, 3.400 ist eine Ansage. Wer hat das? Entschuldigung, du jetzt wieder, oder was? 3.900. Ist das, okay. Also für 3.400 wäre ich mitgegangen, aber 3.900. Das ist ein lila, ne? Bitte? Nee, ich habe einen. Was denn? Jetzt könntest du mir mal deinen Glückshund, der da rüber schieben. Aussehen?
So, jetzt machen wir leihen die einmal aus. Wir leihen die einmal aus. Ihr habt jetzt schon all in, obwohl noch gar kein. So, da gehen wir nochmal ganz schnell drauf, weil Nico, 10er Pärchen, Ass König, ja, also eine absolut starke Hand. Ja, er ist auch all in jetzt tatsächlich. Also wie gesagt, er hat immer das Will gehabt. Ja. 10er sind ja gut genug. Es ist ein klassischer Coinflip halt. 50-50. Gegen König Ass. Gegen König Ass. Und er, er scheint hinter zu sein. Ja, also ich mein Halb so eine Hand zurückbekommen. Aber ich sehe es nicht genau. Ich hätte dann doch nicht. Ja, ja, er hat gewonnen. Absolut. Manu hat damit Ass gehabt. Ja, getroffen. Ja. Das ist immer das Fatale. König Ass ist nicht immer gut. Aber in dem Fall. Ja, in der Situation sind wir halt gut genug. Aber hat halt nicht gereicht. Er hat nicht getroffen. Muss man halt machen. Das ist Standard. Gut, aber dass Nico zu dem Zeitpunkt auch umgeht, war klar und war auch gut. Weil das kannst du callen. Also da hat er nicht mehr so viele Chips gehabt, da ja, gehst du mit Ass König auf jeden Fall mit. Muss ja eigentlich fast genau. So, also, Tisch tut sich langsam was und wir gehen so langsam mal in unsere Social Media Ecke und schauen mal, was die Mädels da so aus dem Netz für uns haben. Yves, bitte du aus dem Social Media Bereich. Vielen Dank, Gusti. Bei mir ist die Angie, unsere Social-Media-Expertin. Und dann will ich gleich mal sagen, was ist denn los bei Twitter zum Beispiel? Also, getwittert wird gerade ganz viel, vor allem vom Dr. Heckmann, Professor Heckmann. Und der schreibt ganz lustige Sachen. Vor allem am Anfang hat er geschrieben, ja, Dealer haben keine Freunde. Das könnte eine Pokerweisheit sein, man weiß es nicht genau. Der liebe. Also man kann den ganzen Abend auch über Professor Dick Heckmanns Twitter-Account genau, eigentlich so mit nachvollziehen. Genau, der twittert hier den ganzen Abend schon und ist auch sehr gespannt, wie es ist. Und möchte auch. Genau. Oh! Genau. Sagt auch, dass Jungwirts Drilling den Dilling schlägt. Also ganz viele neue Tweets über Final Table. Und also ich glaube, da können wir heute noch auf einige Wortspiele gespannt sein bei Professor Heckmann. Wie sieht's denn aus bei unserer Abstimmung? Wir können abstimmen über das beste Pokerface. Wer liegt da denn vorne? Genau, das beste Pokerface hat bis jetzt der Professor Putzke. Mit 3 Stimmen liegt er vorne vor den anderen. Die anderen haben leider noch nicht so viele Stimmen bekommen. Ja, Dr. Dilling hat da auch noch 2, also immer gerne noch mit abstimmen. Und natürlich die heiße Frage, wer gewinnt denn heute Abend? Wer liegt da bei der Abstimmung vorne? Dem Diagramm kann man so entnehmen, die Leute sind noch ein bisschen unschlüssig. Man denkt, der Putzke oder der Dilling könnten gewinnen. Genau, aber stimmt einfach weiter ab. Da kann auf jeden Fall viel noch dabei rauskommen. Genau, also hier ist noch ist man sich noch unschlüssig. Also gerne mal mit abstimmen. Ihr könnt 2 Campus Passau T-Shirts gewinnen, wenn ihr euch an unseren Abstimmungen beteiligt. Und ansonsten natürlich auch gerne mit twittern, bei Facebook schreiben. Neben dem Livestream ist auch eine Kommentarspalte. Hashtag FinalTable. Und damit gebe ich zurück zu dir, Gusti. Ja, danke Yves. Das ist schon so ein nettes großes. Vor allem Herr Heckmann sitzt im Zuschauerbereich und twittert fleißig, was das Zeug hält. Finde ich gut. Aber er ist bekannt dafür, dass er online ziemlich viel twittert. Ich weiß nicht, hast du einen Twitter-Account? Bist du mit Heckmann irgendwie, weiß ich, befreundet? Nein. Kann man da befreundet sein? Oder? Auf Twitter bin ich nicht aktiv. Leider nicht. So, da geht's dir wie mir. Dazu können wir eigentlich nicht viel sagen, außer dass Twitter durchaus genutzt wird. Ja? Bis auf unsere Wenigkeit. Wir machen das nicht. Wir nutzen einfach das, was wir sehen. Und wir sehen, dass jetzt was Spannendes passieren kann. Ja, Manu hat erhöht mit Ass König. Frau Jungwirth mit 8 Bube. Suited. Nicht schlecht. Und Herr Dilling mit Bube König. Also, 3 interessante Hände. Frau Jungwirth. Bube wird rausgehen bei der Erhöhung. König Bube wiederum kann mir vorstellen, dass die weitergespielt wird. Warum schmeißt man 8 Bube da jetzt weg? Also, von den Händen, die man haben kann, weil sehr viele dabei sind, die einfach besser sind als Bube 8. Also prozentual gesehen zum Beispiel.
oder dass halt einfach Hände dabei sind, tatsächlich die Bube 8 dominieren. Ist es vielleicht der Flaschtour nicht, weil könnte auch besser Flaschtour draußen sein und daher lieber entsorgen, wenn vor dem Flop schon erhöht wird. Außerdem lässt sich auch nicht gut weiterspielen und am Flop, weil man nicht so oft trifft. Das ist immer die Gefahr, man zahlt für den Flop und stellt es dann fest, es war nichts. Ja, also, gut, wie Frau Jungwirth spielt, ja, sie überlegt sich gut, wann sie welche Hand mitspielt, wann sich den Flop anschaut. In dem Fall war es das Beste, was sie tun konnte, weil Manu mit König Ass mal gut getroffen hat. Ja, und er bekommt auch noch ordentlich Chips dazu. Er hat jetzt, glaube ich, nach einem Bet vom Professor Dilling erhöht nochmal und dies hat auch wieder gecallt mit zweiten Paar, nicht so gut. Also eigentlich eher ein Grund zum Folden. Kann man schon vorstellen, dass da jetzt so einige Chips im Pot drin sind, wenn am Flop noch erhöht wird. Ja, der Dilling war sich halt mit dem König zu sicher. Ja, also er hat sich gedacht, naja, da liegt sein Ass, aber ich habe einen Flush-Draw. Spiele ich mit. Ja, also, natürlich, das ist halt typisch Dilling, er möchte gar nicht so viele Hände wie möglich spielen, weil er in der letzten Show gemerkt hat, da macht er am meisten Chips. Ja. Er hat jetzt das Glück gehabt, dass man von sagen kann, der ist jetzt nett, er hat es nicht mal angespielt, obwohl eigentlich da noch genug Gründe gab, dass man da nochmal hätte können dürfen sollen. Eigentlich müssen, ja, weil warum sollte ich dem Gegner trotzdem die Möglichkeit schenken, noch was zu gewinnen. Gerade in dem Fall, wenn der Gegner gerade das zweite Paar am Flop nach einer Erhöhung nochmal callt. Richtig. Interessant, was mir vorhin aufgefallen ist, jetzt vor ein, zwei Minuten, ich glaube, es war Manu, der eine Sonnenbrille sich aufgesetzt hat. Mhm. Da haben wir jetzt gesehen, und das wird den Spielern am Tisch auch auffallen, das ist eine Sonnenbrille, die spiegelt. Ja. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man beim Pokern machen kann, dass man sich eine Brille aufsetzt, die spiegelt. Man muss ein bisschen aufpassen, wie man die Hände von sich anschaut. Richtig, also geschickt, das haben wir heute auch in der Generalprobe mal ein bisschen geübt, habe ich den Spielern beigebracht. Es reicht, wenn man die Karten so ein bisschen zu sich hinzieht und nur die Ecke so aufklappt, dann sieht man selber, was man hat, aber der Gegner hat selbst mit Brille so eine kleine Schwierigkeit, irgendwas zu erkennen. Ja. Was ich schön zur Zeit finde, was letztes Mal, glaube ich, nicht so war, dass tatsächlich vor dem Flop schon nicht jede Hand gespielt wird. Die Spieler scheinen schon fähig zu sein, vor dem Flop auch schon zu erhöhen und ein bisschen auszusortieren, was der richtige Weg ist. Hat sich ja nicht ohne Grund bei den Profis durchgesetzt, dass da nicht jede Hand gespielt wird. Und ja, gut so, gefällt mir. Dass natürlich auch solche Situationen, wie jetzt gerade dabei sind, dass Dame-König dominiert wird von Ass-König, passiert halt, aber... Das ist Pokern und... Da kommt natürlich dann auch noch ein Flop dazu, der da auch noch... Richtig. Wir schauen uns den Flop an und schauen mal, ob jetzt das zu ein bisschen mehr Action am Tisch führt und schalten mal live an den Tisch und hören mal ein bisschen rein, was dort so passiert. Ich? Mhm. Jetzt kann ich auch nicht. Guck mal lieber nochmal nach. Voll. Es hat gekostet. Es liegt an dem Platz. Mhm. Woran? Es liegt an dem Platz. Das ist ja eigentlich der Dilling-Platz. Das ist eine Traumstraße. Ja, Heckmann, Twitter schon wieder. Dirk, was twitterst du hier? Cool. Oder was? Nö. Zu dritt. Nicht aufdecken. Wobei, also, will ich jetzt auch nicht nein zu sagen. Kann er ruhig machen.
zu. Sie fangen an. Aber nicht auf. Check. Ich check auch. Angst gehabt, dass ich gleich rausgehe. Oder? Ich hab das ist was anderes jetzt heute, ja. Dass du mich noch was haben willst. Ich hatte halt auf die Straße, ne? Von unten und von oben. Kleine Z-Cards verteilen, ne? Du machst einen Such. Also nochmal erhöhst vom Ding, vom River, geh ich raus. Weil auf das Ass kann ich nicht raus. Verdoppelt sich, ne? So, die Action am Tisch geht auch in die nächste Runde. Es ist schon erstaunlich, was da in den letzten 20 Minuten, 30 Minuten für Hände gespielt wurden. Also da der eine Bildkarte die nächste geprügelt. Wird es dann aggressiver mit der Zeit, wenn die Spieler merken, dass sie durchaus gute Hände bekommen und auch einen Gegner finden, der bereit ist mitzuspielen? Ja, vor allem wird es aggressiver, weil irgendwann die Blinds höher steigen und höher steigen. Richtig. Und man irgendwann tatsächlich dann auch spielen muss. Also irgendwann wird man dazu gezwungen, wenn man sich dann auch noch einigermaßen guten Ohren in die Hände bekommt. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass Guido so gut wie noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Der wird noch nicht wirklich Hände bekommen haben, schätze ich mal, weil ich glaube, von... dem Willen fehlt es da nicht zu spielen. Absolut nicht. Und er ist auch der Erfahrenste, würde ich mal sagen, der am Tisch sitzt. Und da zeigt sich wieder das, was ich bei der Generalprobe auch schon den anderen Kandidaten gesagt habe. Alle Erfahrung hilft dir nichts, wenn du eine scheiß Starthand bekommst. Ja? Was willst du machen? Also du kannst mit, weiß ich nicht, ja gut, 2-7, gibt Leute, die spielen das. Man kann natürlich jede Hand spielen, grundsätzlich, aber es kommt immer darauf an, was im Flop kommt oder wie die anderen Spieler so mitspielen. Jetzt aber hier sehr interessanter Flop, Ass, König, Ass, wenn ich das richtig sehe. Und das Ass ist da draußen, der König ist auch unterwegs. Wenn man mit dem Top auf jeden Fall nicht langweilig, sowas, so ein Flop zu sehen. Wär was oder Ass, Bube, Ass, was. Es wäre was für ein Dilling, um auszusteigen. Zumindest er hat einen Grund auszusteigen, ja. Das ist definitiv interessant. Also, Bube König, hohe Karten, 6 Ass, liegt vorne. All in. Oh, all in. Das ist aber sehr, ganz ehrlich, sehr, sehr, sehr. Er wird recht behalten, wenn er, und er hat noch 9 zwei Karten, die kommen, das Full House den anderen um die Ohren haut. Da hat er nicht recht, dann hat er Glück gehabt, aber. Ja. Kommt gleich der Tod. Dann, ja, es könnte sein, je nachdem, wie viele Chips der Herr Putzke hat. Könnten wir jetzt den ersten verlieren? Den Titel verteidigen, weil das Ass ist. Manu steigt schon mal raus. Ja, das ist schon. Ja, der kann es verkraften, wenn er sitzt. Weiß nicht, hättest du die Hand jetzt mitgespielt? Abhängig natürlich, was Herr Dilling jetzt gespielt hat. Aber die Siebener kann man vor dem Flop zwar mitspielen, aber am Flop kann man die ruhig entsorgen. Das ist kein Thema. Und das, was er macht, ist halt sehr Dilling macht kreativ. Aber Dilling zieht mit dem All-In eigentlich die beste ja, Sache aus dem Schuh raus. Glückwunsch! Ja. Viel Erfolg! Ja, jetzt haben 2-7 hier durchzuboxen. Viel Erfolg, ja, genau. Jetzt kommt die Feuerwehr. Der Tod kommt. Das ist schon sehr. So, jetzt schauen wir mal. Anfänger, jetzt schauen wir mal, jetzt. Was jetzt im Studio passiert. Thank you.
Der Student war Dozent. So, nee, geht gleich auf. Minrace 1200. 1200. Dilling? Ja. Was machen wir jetzt mit seinen Erdnüssen? Ja, jetzt steht da ein riesen Pott Erdnüsse auf dem Tisch. Weiß nicht. Kriegen wir da den nächsten Erdnuss-Fanatiker, der sich einfach den Becher krallt und sagt, das ist jetzt meins. Und was macht der Dilling jetzt in der Losers Lounge? Ja, da ist er momentan der Erste. Ganz ehrlich. Ich frage mich, ob er jetzt vielleicht einsieht, dass das nicht gerade das Beste war, was er gerade gemacht hat. Natürlich, das Resultat spielt auch mit, aber selbst ohne Resultat war das All-In jetzt da. Hätte man sich sparen können, ja, auf jeden Fall. Also 2-7er, wenn seine Bildkarten wie Ass da im Flop umeinander taumeln, ist eine Sache. Also es gibt eine Grenze, wenn der andere eine Bet macht, die gehe ich mit, aber ich call kein, also ich mache kein All-In mit den 2-7ern, um Druck aufzubauen, sondern ich bin dann in der Position, wenn ich nicht mehr viel habe. Ich weiß ja, was gut ist, aber ich schaue, was der Gegner macht und entscheide dann, gehe ich mit oder gehe ich nicht mit. Ja, genau genommen war das jetzt eigentlich ein Bluff, weil er hofft eigentlich nur, dass die anderen beiden auch nichts haben und vielleicht nur ein Bubbeln. Kriegt er vielleicht so zum Fold. Richtig. Aber gegen zwei Spieler von vorne raus am Flop, ohne dass ein anderer Spieler was bis jetzt getan hat, reinzugehen, ist nicht der richtige Weg, generell gesehen. Es ist halt immer die Gefahr, wenn man eine gute Hand hält und die von Mendeling war nicht schlecht und dann zu wenig Chips hat, um den Gegner mit All-In vom Tisch zu nehmen. Und das ist jetzt genau das, was eingetroffen ist. Es waren einfach zu wenig Chips. Aber in dem Fall hätte auch Chip-Leader sein können und er hätte trotzdem da seine Chips verloren gegen den Herrn Putzke, weil das Ass voll dann nicht. Generell, wenn man das jetzt ein bisschen professioneller betrachten würde, würde ich jetzt da denken, wenn ein anderer Spieler auch ein Profi ist oder zumindest öfter spielt und dann zum Beispiel, der wird nicht mit dem Ass von vorne raus All-In gehen und somit jeden Buben vertreiben wollen, weil er da an Wert verlieren würde. Das macht schon überhaupt keinen Sinn. Das ist immer das genau das, was was uns das ja auch ein bisschen leichter macht. Es sitzen ja keine Vollprofis am Tisch, sondern es sitzen Leute am Tisch, die ein bisschen Pokerfahren haben. Vielleicht der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Da passieren so eine Sachen, aber es ist auch schön anzusehen, dass jemand wie der Herr Dilling, der aus dem Bereich BWL kommt, sich verkalkuliert hat. Wenn wir das mal so. Eher verzockt als verkalkuliert in dem Fall. Also das ging. Wir werden das im Nachgespräch sicherlich rausbekommen. Ich würde gerne wissen, was er sich dabei gedacht hat, genau. Ob er einfach nur tatsächlich gedacht hat, dass er vielleicht die beste Hand hat oder dass er da tatsächlich bluffen wollte. Das und gedacht hat, dass es vielleicht klappt. Das werden wir nachher in der Losers Lounge als allererstes wahrscheinlich, so wie ich Yves kenne, fragen, was er sich denn dabei gedacht hat. Was war da denn los? Ja, genau, was war da denn los? Vielleicht gehen wir mal auf die anderen Spieler ein bisschen ein. Wir haben vorhin relativ oft den Nico im Bild gehabt. Und ich stelle mir die Frage, würde er an seinem Aussehen was ändern, wenn wir ihm einen Spiegel auf den Tisch stellen? Also er schaut mit dieser Brille wahnsinnig dämlich aus. Ja, er sitzt da mit seiner Tracht und einer, weiß ich nicht, mit einer Fake-Brille, die noch nicht mal eine Sonnenbrille ist. Ja. Sieht lustig aus, aber das ist auch Teil seiner Aufgabe an diesem Tisch, immer ein bisschen anders zu sein als der Rest. Also von wegen Armgarderobe und so, hat er mal komplett gesagt. So, habe ich nicht. Das ist ein nicht. Ganz schöner Kontrast zu dem Smoking oder Anzug. Absolut, ja. Also das ist auch eine Sache, die muss man mal erwähnen. Die Leute kamen heute Nachmittag in, sag ich mal, normaler Straßenkleidung, ja, und ich hätte sie heute Abend, wie sie gekommen sind, fast nicht mehr erkannt. Ja, so schick haben die sich gemacht. Ja. Aber da sieht man auch mal, wie ernst sie das dann doch nehmen, weil sie wissen, jeder sieht sie im Fernsehen und jeder hat auch ein bisschen so sein Gesicht zu verlieren. Ja, also Frau Jungwirth ist ja bekanntlich die Präsidentschaftskandidatin, die
sich vielleicht auch deswegen etwas zurückhält am Tisch, also ein bisschen auch in der Konversation ein bisschen zurückhält, weil natürlich die Gefahr da groß ist, dass einem irgendwas aus dem Zusammenhang heraus Guido hat jetzt hier mal eine Hand, das ist mal schön für ihn, gut spielbar, mal schauen, was er damit macht. König aus, jetzt haben wir endlich mal den Guido in der Position, wo er spielen kann. Herr Putzke mit dem Viererpärchen. Oh. Ich glaube, Guido geht direkt all in. Das ist okay. Wir wissen jetzt gerade nicht, wo die Blinds sind. Er hat da bis jetzt nicht gespielt, also denke ich schon, dass er zwar okay. Nicht so viel mehr hat, aber noch eigentlich genug, um da vielleicht mit der Glocke hinzugehen. Ich weiß nicht, wie das. Ich glaube, ihn haben einfach jetzt schon die Blinds aufgefressen, dass er so niedrig von seinem Stack ist, dass er da ja auch. Ich glaube, es wird sogar als gecallt. Jetzt haben wir wieder einen Coin Flip mit Vierern. Vierern, der Call. Ja, eher nicht so gut, weil die Range, die er da der Lenk-Guido hat. Wir hören mal, wie sich sein All-In am Tisch abspielt. Ganz kurz an den Tisch. Ja. Oh, endlich mal so die bessere Hand gewinnen. Das war eigentlich für Wahrscheinlichkeit. Kannst du dir ausrechnen? 80 ungefähr. So, jeder. Ja. Schnelles Spiel, ja. Den All-In mal ganz kurz durchgezogen und Guido hat sein Deck verdoppelt. Genau. Ja, wunderbare Sache. Wir schauen jetzt mal weg vom Tisch und weg von uns und gehen mal in die Losers Lounge und schauen, was Yves Herrn Dilling so man muss auch mal verlieren. Ja, abgewinnen kann. Warum er das, was er getan hat. Damit gehen wir zu Yves in die Losers Lounge. Vielen Dank, Gusti. Also wer hat's gedacht, der Titelverteidiger tatsächlich als erster rausgeflogen. Ich habe Ihnen ein paar Erdnüsse zum Trost mitgebracht, ja, weil die anderen stehen ja noch drüben. Jetzt natürlich die Frage, die uns alle interessiert. Was haben Sie sich dabei gedacht? Haben Sie doch gedacht, die Hand ist gar nicht so schlecht oder was ein Bluff? Ja, ich glaube einfach, dass ich so ein bisschen Opfer meiner eigenen Ungeduld geworden bin. Denn ich habe sehr lange, haben es ja gesehen, ziemlich schlechte Karten bekommen und wollte das Schicksal vielleicht oder das Glück so ein bisschen erzwingen und habe es vielleicht deshalb ein bisschen übertrieben. Geduld ist ja eine ziemlich wichtige Eigenschaft, die man braucht, um Poker zu spielen. Und daran hat es mir vielleicht gefehlt. Was ist das denn jetzt für ein Gefühl? Letztes Mal gewonnen und jetzt als Erster in der Losers Lounge? Ja, ich sag mal, aus dieser Position raus tut es mir jetzt überhaupt nicht leid, so früh ausgestiegen zu sein, denn ich kann ja jetzt die anderen Spieler verfolgen und das einfach mal hier aus der Losers Lounge genießen. Insofern ist der Schmerz erträglich. Wen wünschen Sie sich dann als Nächstes hier zum Kickern vielleicht? Och, ich wünsche eigentlich jedem Glück. Schön. Glauben Sie, wer gewinnt so? Haben Sie schon einen Tipp? Schwierig zu sagen, weil das Feld ziemlich zurückhaltend spielt und wenig Aggression erkenne. Der Manuel neben mir spielt recht aggressiv, dem traue ich einiges zu. Frau Jung wird es auch nicht zu unterschätzen. Der Guido hat sich in dieser Hinsicht überhaupt noch nicht gezeigt. Das ist vielleicht so eine Perle, die dann irgendwie noch auftaucht. Ja, und im Grunde genommen traue ich das jedem zu, ja, weil der Holm Putzke, für den gilt das Gleiche. Dann habe ich jetzt noch eine brennende Frage zum Schluss. Was passiert jetzt mit den Hotels am Genfersee? Ja, ich bin ja verklagt worden und ich sage mal, das ist mein Reservepolster, um nochmal neu angreifen zu können. Dann sind wir gespannt, was da noch rauskommt und wie es am Tisch weitergeht und damit zurück zu dir, Gusti. Danke, Yves. Interessante Worte aus der Losers Lounge von Herrn Dilling. Das ist genau das, was ich mir vorhin auch gedacht habe. Da hat er einfach sich ein bisschen zu sehr überschätzt. Also sein Zimmerpärchen hat nicht lange durchgehalten und da stellt man sich selber auch nicht all in, egal wie viel Schiff man hat. Wer als Nächstes zum Herrn Dilling in die Losers Lounge wechselt, wir sind gespannt. Er hat einen kurzen Tipp abgegeben. Das kommt auf den Schlaf an, ne? Der Guido etwas verhalten spielt, ihm aber doch zutraut, dass er von hinten nochmal angreift. Da bin ich mal gespannt, ob das passieren wird.
Auf jeden Fall braucht ihr schnellstens einen Partner in der Losers Lounge, weil sonst wird das Kickern auch schnell langweilig, weil ohne sich selber zu kickern ist nicht das Schönste, was man an einem Abend machen kann. Kaum ist der Armin weg. Wir schauen nochmal an den Tisch, wer sich um die Erdnüsse von Herrn Dilling streitet, die immer noch am Tisch stehen. Er hat neu bekommen, Yves war so nett und hat ihm welche in die Losers Lounge gebracht. Dann gehen wir kurz an den Tisch, bis gleich. Achim, hörst du uns eigentlich? Ah, das ist zum Holen. 800 zum Mitspielen. Ja, ich auch nicht. Hey, hier, keine Zeichen. Nee, er hat nur den Kopf geschüttelt. Das ist nichts, Spieler. Was soll er denn zeigen? Die Eier wachsen erst mit 21. Na, die Frage ist, ob es sich lohnt, Eier zu haben, wenn ich mir deinen Stack angucke. Race. 7. Ich glaube, für manche Sachen sind sie nicht verkehrt. Ja, Touché. Call. Ach, Moment, was muss ich jetzt? 7. Also, Call, ne? 7. Ich hab's verstanden. Was für ein Spiel ist das nochmal? Ach, Scheiße, jetzt wollte ich ihn auch mal Beine ausstrecken. Zwei Spieler jetzt ab. Jetzt, oh, die Brille wieder. Gute Brille. Jetzt ich? Das ist mal schön, wenn man Ass trifft. Ja. Ja. Scheiß, wenn man es nicht trifft, ne? Falls das der Jungwirtsche Wein sein sollte, der ist wirklich gut. Das freut mich. Falls nicht, ist er auch nicht schlecht. Ich war ja schon etwas betrübt. Ja, jetzt vergleichen die Mittelzuweisung in Zukunft. Ja. Die Fakultät nein, nein, Jura. Nein, 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 nein. Nein, ich bin völlig unbestechlich. Ja. Du bist Nico. Ich wollte ja hier kurz. Mal kurz, wenn ich es eingeben kann. Dann. Race auf 2800. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man das macht, aber die helfen mir, oder? Ja, aber diesmal geht es schneller. Genau, ich will auch auf 2800 gehen. Mitgehen, genau. Die haben ja schon 800 drin, brauchen nur 2000. Okay. Perfekt. Zwei Spieler jetzt. Nein, das ist echt vorsichtig. Helfen Sie eigentlich auch im richtigen Casino? Ja, so schon, wenn einer. Ja. Ja. Ich sag halt nicht zu bleiben, ja. Ja, ja, aber so jetzt in dieser Art könnte man auch im richtigen Casino. Okay. Kostet halt ein bisschen mehr Geld als hier wahrscheinlich, ne? Jetzt regelt nehmen wir mal erst den Ticket. Ich meine auch so vom Einsatz her, wenn man es überhaupt nicht kann und dann direkt im Casino. Ja, meistens gewinnen die ja. Ja, ja, ja. Das stimmt. 3000. Oh, das ist aber nicht. Dankeschön. Hat sie ja Dilling geschickt? Nee, ne? Habe ich mir gedacht. Manuel, du bist auf ganz dünnem Eis, glaube ich. So. Bitte. Sehr ordentlicher Handschuh. Spielen Sie eigentlich auch manchmal Poker? Ja? Also jetzt nicht nur als Dealer, sondern... Ich habe es schon verstanden. Okay. Ich meine, die geht dann hin drauf. Ja. Was muss ich jetzt machen, wenn ich nochmal erhöhen will? Er hat gecheckt, Sie können jetzt ganz normal setzen. Also helfen, wenn die Mittel erhöhen, in dem Fall geht nicht, weil er hat ja nichts gesetzt. Ach so. Sie können einfach setzen, also wenn Sie noch was setzen wollen. Sie können auch oben hingehen oder setzen einen bestimmten Betrag. 3000. Angst vor dem Buben. Ich hätte 10.000 nehmen sollen. Was? Bin ich hier so gefürchtet? Was ein Bluff. Angst vor dem Buben. Nö. Das hätte auch die zwei. Das hätte auch König oder irgendwas. Ich wusste gar nicht, dass Sie so gut bluffen können. Ich weiß überhaupt nicht, was bluffen ist. Ich schwör's. Ah. Das ist die feste Überzeugung. Das ist schon der nächste Bluff. 800, ne? Ja.
Außerdem habe ich gedacht, ich muss meine Kassen mal wieder auffüllen. Ja, wird Zeit. Ja. Alle 5-6 Runden. Immer ein bisschen reingeschimpft. Lässt man sich mal 2 Asse geben. Ja. Oder einen Buben in dem Fall. Ich bin entzückt. Ja. Ja, ich auch. 400 bitte. Das macht mir jetzt gar nichts mehr. Ja, jetzt seitdem der Herr Dilling raus ist, ist ein bisschen der Druck weg. Ist der Druck weg, ja. Das ja, stimmt. Das stimmt auch. Ja, ja, ja. Kann ich nur bestätigen. So mit dem Sneaker. Gold. Ich check. Nein, ich bin das wieder unter unserer Art, ja. 2 Spieler. Checke. Beide gecheckt. Ich check nochmal. Ich hab mehr Geld als du. Mhm. Joker-Bub. Ja, genau. Geiler Spruch. Frau Junge zählt schon. Ich check nochmal. Aber nicht wieder horten. 10 hoch. Ist nix gewesen. Dame hoch. Also ich kann nur sagen, mein ich bin im Big Blind, ich hatte ihr gezahlt, ne? Deswegen. Mies. Naja. Und wenn dann keiner erhöht, kann ich mir wenigstens angucken. Bis zur Karte musst du noch warten. Dann darfst du loslegen. Dann kannst du schon mal fahren. Dann hat schon mal so sicher sein. Dürfen wir das? Yes. Blind tritt. Ja. So, wir gehen mal wieder an den Tisch. Die Gesprächsmotivation steigt ein bisschen. Viel ist jetzt gerade nicht passiert. Vielleicht sitzt der Schock noch tief, dass der Dilling doch sehr schnell rausgeflogen ist. Also nicht mal eineinhalb Stunden gespielt und der Titelverteidiger ist vom Tisch. Warum nicht? Es wird zumindest Frau Jung wird da, ja, ich mein, wir bei der vorletzten Hand mit den 3 Buben am Flop geblufft hat. Und wir arbeiten immer gut mit den Juristen zusammen. Das nicht der Fall war. Sie natürlich war auch mit allen stark anderen am Turn und am River wurde es ein bisschen schwächer, aber ich würde auch trotzdem noch beste geben. Hand. Ja. Aber es ist interessant, dass die Mitspieler dafür denken, dass etwas kreativer gespielt wurde, das vielleicht vorher ausgespielt wurde im Kopf, obwohl das da in dem Fall wenig Sinn gemacht hätte. Man merkt es auch ein bisschen, dass Frau Jungwirth relativ gute Hände eigentlich hat und auch spielt, weil sie langsam auftaucht am Tisch. Also sie bringt es mit ein und allein von den Gesprächen her und von der Kommunikation geht es jetzt ziemlich rund am Tisch und das ist für uns eigentlich auch mal eine Möglichkeit, kurz durchzuschnaufen, vielleicht mal auf die Toilette zu gehen, ohne dass der Tod hier Platz nimmt oder Erdnüsse. Weiß nicht, Erdnüsse? Nee, wir sind hier. Das ist irrelevant. Aber wir gehen einfach mal also kurz am Tisch aber und schnaufen durch und sind in ein paar Minuten wieder für euch da. Bimmelst du mal bitte. Ja. Sehr gern. So muss es sein. Das dauert mir schon wieder zu lange. Sandmann habe ich auch schon verpasst. Ich habe ihn für den Nico gebimmelt. Ein alkoholfreies Bier, bitte. Alkoholfreies? Ja. Das haben wir nicht. Es ist ja kein Kindergeburtstag. Dann nehme ich ein Bier. Leberverarschung. Nein, nicht. Race Circle. Da kommt er mit der Tracht und will ihn alkoholfrei. Das Paradox. Ja, ich muss klar den Kopf gewandeln. Ich habe ja angekündigt, ich möchte das Ding hier heute gewinnen. Naja. Ja. Alle wollen Amazon. Ich glaube, dich nicht. Also ich würde es dir gönnen. Ist aber nett. Ja. Ja. Du hast ja letztes Jahr schon die 1000 Euro gewonnen. Ja. Beim Student, du hast das ja. Gab es da 1000 Euro? Die sind bei mir nie angegangen. Also ich denke, ich habe das überwiesen. Kleine. Ehrlich? Blöd. Da war eine 2 zu 4, da konnte man haben. Ja, passt schon. Ja, das kann ich erst sagen. Viel
Was liegt da alles? Ja. 800. Konzentrier dich. Was? Ach, ich bin schon dran. Nee, oder? Ach, doch. Ich dachte, ich bin schon dran. Spielt der Tod jetzt für einen mit, wenn man auf Toilette geht? Mhm. Ja, dann, er kommt jetzt gleich. Ja, dann soll, David. Soll er mal All-In gehen. Hoffentlich geht er All-In. Boah, das ging jetzt aber schnell. Ist ein bisschen blass im Gesicht. Hallo. Guten Tag. Der Tod kann sprechen. Durchaus. Oder hat ihm das schon mal jemand gesprochen? Ich habe den Tod noch nie reden hören. Ah, das ist aber schade. Das finde ich eigentlich ganz gut. Check bis zu ihm. Check bis zu mir. Check auch. Wie lange sie heute? Er hat normal im Hinten drauf gebracht. Ja, da kommt der Spielverderber. Jetzt gibt es leider nichts zu tun. Ja, blöd. Mal sehen, wen ich als nächstes mitnehmen darf. Tja. Nach dem Turn oder nach dem Flop schon. Wir hätten schon 100 gereicht. Ja, das ist eh klar. Ja, darauf kannst du nicht spielen, ja, dass noch was kommt. 400. Ich habe meine Denkerbrille verloren. Ja, die wär relevant gewesen. Das ist Google Glass, oder? Hm? Google Glass, läuft da rein. Genau. Drauf. Wird da eingeblendet. Also. Das ist vielleicht bei ihr. Ja. Okay, wie Google Glass, wo hier der Livestream drin ist? Nein. Ah, das habe ich noch nicht gesehen. Achso, ja, ich raise 2000. Raise up 2000. Kann's gehen. Ach komm. Kann damit jetzt gehen. Ja, wer weiß, vielleicht war es ja auch einfach mal ein blauer Dunst, ne? Es ist wieder Zeit für Live-Musik von 15 Lines Sonnet. Ihr Motto haben sie mir beschrieben als, wir nehmen uns einen nicht ganz so anspruchsvollen Popsong und machen dann trotzdem noch was Geiles raus. Und da können wir uns jetzt gleich im Doppelpack davon überzeugen. Wir hören Little Numbers von Boy und Foundations von Kate Nash. Viel Spaß! Call me a bitch and
everyone we're with will be embarrassed, but I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. 'Cause every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget, but I can't. You said I must age too many lemons, 'cause I am so bitter. I said I'd rather be with your friends, mate, 'cause they are much fitter. Yes, I was childish and you got aggressive, but I must admit that I was a bit scared, 'cause it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I. Turn the heating on and be gone. I hope I'm not stuck with this one. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation, and I know that I should let go, but I can't. 'Cause every time we fight, I know it's not right. Every time that you're upset and I smile, I know I should forget. Folgt an das Lied Little Numbers von Boy. Looking at the car.
all, tell me, is there a cure for me at all? Me at all, tell me, I read your name on every wall, tell me, is there a cure for me at all? For me at all, oh, oh, oh. Vielen Dank an 15 Lines Sonnet, und Professor Heckmann hat gerade schon getwittert, das Beste, was Passau musikalisch zu bieten hat. Gusti, wie sieht's aus? Ist das, was hier bei unserem Tisch passiert, auch das Beste, was Passau pokertechnisch zu bieten hat? Mache ich bei einem Aktienaufschlag. Hoffentlich gewinnen wir dann. All in und dann vorne. Kommen Sie langsam an hier. Ja, ich weiß nicht, da steht ja auch das Kartenbuch. Das ist eine Katastrophe. Ich kann die Karten nicht fassen. Schwierig. Ist das eine Katastrophe? Da hat der Kurs wieder gespart. Der Tisch. Ach, das ist gar nicht der Tisch. Vor allem alles warte. Der Tisch ist so, darf es nicht aussehen. Ich bin schon wieder. Und zum Greifen. So, nach einer ganz kurzen Verschnaufpause und Spieler dürfen sich die Beine vertreten, sind wir auch wieder da. Ich wurde jetzt des Öfteren gefragt, unter anderem vom Herrn Dilling, was ich denn meine, wer das Rennen macht. Ich tue mich noch schwer. Also die Tendenzen laufen gerade auf das Wunsch-Heads ab, Putzke gegen Jungwirth, glaube ich, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Es ist tatsächlich noch sehr schwer zu sagen, wer gerade irgendwie die Nase vorne hat. Chips technisch hat sich noch keins wirklich rauskristallisiert, der jetzt meilenweit vorne liegt, was nicht mehr einzuholen ist oder was schwer einzuholen ist. Und auch spieltechnisch. Es ist alles noch relativ souverän, habe ich das Gefühl gerade. Es ist nicht so wild, wie man vielleicht denken würde, wenn man von so einer Runde ausgeht. Und ja, jetzt kommt halt darauf an, wer welche Karten bekommt, wenn es ein bisschen in den Lauf kommt. All in von Nico? Mhm, mit einem Ass. Ass 4. Der war auch schon relativ short, hatte relativ wenig Chips. Ass 2 auf dem Flop mit der Dame. 4.300 all in. 4.300? Ja, dann macht es absolut Sinn, mit dem Ass da reinzugehen. Aber es wird keiner mitgehen. Also König 4 ist auch keine Option. Also absolut nicht. Nichts. Aber er wird ja auch so, weil die Chips von dir bekommen hat. Gerade es ging ja auch erst am Flop rein, das heißt, vorher waren schon welche Chips im Pot. Also Small Blind, Big Blind war auf jeden Fall da, nimmt man gerne mit. Man kann sich auch so langsam wieder nach oben arbeiten. Also ich habe das früher, wo ich noch Poker gespielt habe, auch oft so gemacht, wenn ich 10 Runden hintereinander nichts getroffen habe, dann habe ich irgendwann mal angefangen, auch
Small Stack All-Ins zu gehen und habe mich da wieder ein bisschen hochgearbeitet. Aber die Erfahrung hat gezeigt, zumindest bei mir, zum Schluss habe ich nie bis zum Ende durchgehalten. Also das ist nur immer so ein kurzfristiges Aufbäumen. Selten Spieler gesehen, die sich da wieder hochgekämpft haben, weil ja die anderen entsprechend dann auch sehr viele Chips vor sich liegen haben. Also wir sehen ja auch gerade, Manu war auch relativ short. Es waren so 11.000 vielleicht. Also der Gelb ist ein 10.000er und den Rest sind 100 oder 50er, was in die Richtung. Da wird es auch bald Zeit für einen Verdoppler. Ansonsten sieht man relativ gut an den helleren Chips, vor allem den gelben, dann die orangenen und die... Das sind die höheren. Die höheren, ich weiß nicht, was die andere Farbe war, wie viel jetzt jeder hat. Und ja, da sieht es halt noch relativ gleich verteilt aus. Ein paar haben vielleicht ein bisschen mehr, aber es hält sich noch in Grenzen. Kann aber dann auch relativ schnell umschlagen. Also wenn sich der ein oder andere Spieler rauskristallisiert und sich von Runde zu Runde mehr traut, dann werden wir auch das ein oder andere All-In mehr sehen als jetzt in den ersten knapp 2 Stunden, die wir gespielt haben. Und es sind immer noch 6 Spieler am Tisch. Also beim letzten Mal waren wir, glaube ich, nach 3,5 Stunden circa durch. Ja, also da war das Heads-Up dann auch schon vorbei. Ich habe das Gefühl, heute wird es ein bisschen länger dauern, bis sich an dem Tisch wirklich was entscheidet. Ja, und mittlerweile müssten die Blinds auch schon relativ hoch sein, nach 6 Erhöhungen. Ich weiß nicht, wie das genau sind, aber ich würde schon so von mindestens 150, 300 was in die Richtung. 200, auf jeden 400. Fall. Da sind wir auf jeden Fall schon. Wir haben jetzt den Ruben, der mit Ass 6 vorne liegt. Nico steigt aus. Oder war das Nico? Herr Putzke ist mit seinem 8er-Pärchen noch dabei. Das ist wieder die Gefahr, wo wir vorhin schon so oft drüber geredet haben, wenn 2 so hohe Bildkarten drinnen liegen. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal, dass jemand sein Paar... Wie viel wert ist eigentlich dann das 8er-Pärchen? Aber bei dem Flop nicht wirklich viel. Klar, Paar ist schön und gut, aber wenn es halt das drittbeste Paar ist nach dem Flop und du gegen 2 andere Spieler noch spielst, normalerweise müsste er vorrücken. Jetzt trifft er das Set, was ganz schön hässlich für Ruhm ist, weil das Ass an sich hat schon Stärke. Und er will es wahrscheinlich zumindest zum Showdown bringen, irgendwie, wenn es billig geht. Und gerade, das ist halt schon ziemlich mies für ihn jetzt gelaufen, dass er da noch gegen das Set rennt, was nicht mal am Flop da war. Ja, also 8er Drilling jetzt, ja, schwierig. Also ich hätte es auch gemacht, ein All-In ist... Ja, Putzke geht All-In und das wird sehr schwer zu folgen für Ruben, glaube ich. Also ja, wobei der Dreier an sich sollte eigentlich keine Gefahr unbedingt sein, glaube ich. Naja, er sieht jetzt ein Dreierpärchen auf dem Tisch liegen und klar, die Gefahr, dass der Putzke ein Drilling jetzt hat, ist nicht da, weil nach dem Flop hat sich nichts getan. Welche 3 sollte der haben, das ist die Frage. Ja. Also vielleicht Bube 3, Ass 3, aber er callt. Ja. Das ist jetzt sehr bitter. Er wird sich auch denken, wenn er sieht, wie zur Hölle kommt er jetzt zu dem Set da und wieso ist er da nicht vorausgegangen und verdammt, richtig, das hätte eigentlich richtig nicht so laufen also, sollen. Ruben hätte es lieber gehabt, wenn Herr Putzke da anders angestimmt hätte von vornherein. Einfach rausgehen in seinem Fall wäre auch für Ruben das Beste gewesen, weil in der Regel auf der Dillingplatz gewinnt er die Hand nicht mit dem 8er-Paar. Nicht schlecht. Absolut, absolut. So, und ja. Ruben ist jetzt raus. Ja, wir schauen mal an, was im Studio jetzt passiert. Oh, sorry. Also absolut nichts zu schwache Nerven, wenn man hier kann vom man so eine Tisch Kacke geht, spielen. Ja? Also, vom Boot möchte ich nicht abgeholt werden. Gut, dass ich das Mikro noch gute Frage, wie kann man sich das spielen? Das ist schwer zu sagen. Also wir tun es auch ein bisschen schwer, dass wir mit dem Drilling eh vorn gewesen. Nicht, weil wir natürlich mehr er foldet den Drilling als Spieler. Den Drilling ja schon. Es ist ja schon bitter, wenn man gegen eine ordentlich gespielte Hand verliert. Also wenn man jetzt ein besseres Ass gehabt hätte. Aber noch bitterer ist gegen eine Hand verlieren, die man meistens nichts zu tun hat in dem Fall. Kann ich schon verstehen, dass es ärgerlich ist. Naja, er hat im Prinzip soweit alles richtig gemacht, weil Herr Putzke das nicht so gespielt hat, wie Ruben das gerne gehabt hätte.
bei dem Blatt mit dem Achterpärchen. Ja, nicht optimal, aber es ist halt gut gelaufen für ihn. Passiert manchmal. Langfristig verliert er halt an der Stelle Chips und ja. 1500. Das nächste Mal soll er es vielleicht nicht mehr so machen, auch wenn es diesmal geklappt hat. Ist halt diese Liebe zu dem Paar vor dem Flop, zwar noch passiv, aber ja. Am Flop müssen wir nicht aufgeben. Das ist einfach schon ein Fehler letztendlich, das was ist gerne das, was gemacht wird, was hier auch schon öfters gemacht wurde. Ja, was aber eine Sache ist, die man bei Profispielern, eher selten sind Profispieler, sind dann doch diejenigen, die auch im Pärchen, egal wie hoch es ist, auch einfach mal wegschmeißen. Ja, und sagen, nee, das ist nicht stark genug, da kommt irgendwas mir entgegen, wo ich nicht ankomme. Klar, es sind keine Profis am Tisch, aber ich muss sagen, bis jetzt schlägt sich jeder relativ gut. Ja, also es ist noch keiner dabei, wo ich sage, hat eine Hand so gespielt, wie man es absolut nicht spielt. Also sie trauen sich was, das ist gut. Ja, und man geht immer das Risiko, von jetzt auf gleich vom Tisch zu gehen. Wir schauen jetzt mal wieder an den Tisch und lassen mal die Kandidaten zu Wort kommen und melden uns auch gleich wieder hier aus der Kommentatorenkabine. Ich denke, ja, ich kann mal nachschauen. In seinem Hebenstreit, in Feldliner von Hebenstreit, und auch hierfür wollen wir Sponsoring-Gelder. Jetzt wird's kriminell, da kriegt der Gusti dann Probleme mit Herrn Köberl. Ja. Es ist wichtig, dass wir an Sponsoring-Gelder kommen, oder? Es ist wichtig, dass wir an Sponsoring-Gelder kommen und hier möglichst wir nutzen da noch nicht alle Möglichkeiten, finde ich. Ich finde auch. Ich denke auch. Aber da ist noch Luft nach oben. Gecheckt. Da ist sehr gecheckt. Viel Luft nach oben. Auch gecheckt. Deine Ruhe möchte ich haben. Hey. So? Ja, das ist hier so ganz ruhig. Das kann ich nicht. Alles anschauen. Er ist ja auch der Unisanitäter und muss Ruhe bewahren. Ich bin jetzt wieder in der Social Media Lounge bei der Anja. Und ja, Ruben ist gerade rausgeflogen. Gibt es denn da schon Reaktionen drauf? Bisher noch nicht, aber wir haben ein paar andere ganz interessante, witzige Tweets teilweise. Der Heckmann zum Beispiel twittert wieder live aus der ersten Reihe mit. Mit Foto dieses Mal, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, spielt der Tod dieses Mal auch ein bisschen mit. Genau, da hat er ein Foto gepostet und wir haben auch einen weiteren lustigen Tweet gefunden. Und zwar schreibt @lügamler, persönlicher Favorit, viel zu früh geflogen, dank einem Juristen, Hashtag danke Fachschaft Jura. Wir sagen Hashtag danke Jodel. Dann, wie sieht's denn aus bei unseren Abstimmungen? Da hat sich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen was verändert, nachdem wir jetzt schon zwei Kandidaten haben, die rausgeflogen sind. Ja, genau, also da können wir auch gleich nochmal drauf schauen. Das beste Pokerface hat Professor Putzke. Und Manuel Koch, also Professor Dilling, Dr. Dilling liegt auch relativ weit vorne, interessanterweise, obwohl er ja gar nicht mehr dabei ist, aber spricht ja für ihn. Also ein Kopfrennen zwischen Professor Putzke und Manuel da. Und wie sieht's aus? Wer sollte gewinnen, wenn es nach unserer Grafik geht? Dann würde Professor Putzke gewinnen oder Manuel Koch, ist relativ eng. Aber ja, zeigt sich doch eindeutig, wer da favorisiert wird von den Zuschauern. Also nach unseren Abstimmern hier soll jemand gewinnen, der das beste Pokerface hat, also Professor Putzke oder doch Manuel Koch. Wir sind gespannt. Schreibt uns weiter fleißig in unsere Kommentarspalte neben dem Livestream und twittert unter dem Hashtag FinalTable. Und damit gebe ich zurück zu dir, Gusti. Danke Eve, für dieses kurze Update aus der Social Media Ecke. Also die Zuschauer sehen Professor Putzke sehr weit vorne. Zu Recht hat auch gerade, glaube ich, mit Abstand am meisten Chips. Dahinter entweder Guido oder ja, Frau Jungwirth. Das müsste bei 13.000 sein ungefähr. Genau.
und Nico bei vielleicht 4.000, 5.000. Gerade die beiden letzteren werden bald verdoppeln müssen. Von denen wir bald sehen, ob sie noch drin bleiben. Wir müssen auf jeden Fall handeln. Vor allem, weil die Blinds sind bei 500 und 1.000. Ja. Also schon ordentlich, wenn man nicht mehr genug Chips vor sich liegen hat. Und was denn zum Beispiel bei Nico 5 Big Blinds, da muss schon relativ viel reingehen, wenn er die Chance hat. Warum Geschenk? Vielleicht kurz Erklärung für die Zuschauer auch. Immer wenn dieses Piepsen ertönt, dann wird eine Blind gehören. Ja, also das ist das Zeichen für die Spieler und für den Dealer und auch für die Zuschauer, dass es dann mit den Blinds nach oben geht. Was im Spiel... Aber Verlauf doch dann beeinflusst, wenn man nicht mehr so viel. Das ist eine neue Strategie hier, die wollen mich ablenken. So Verhalten spielt wie Guido. Gewinne, ohne dass ich es mitkriege. Wenn ich keine Hand so richtig drinnen war. Ja, ja gut, danke. Auch interessant dafür, jetzt, wenn man vor allem Nico betrachtet mit 5 Big Blinds. Ich bin so sparsam. Theoretisch, also es gibt dazu mathematische Sachen und so. Natürlich theoretisch müsste ich halt mit jedem Ass oder fast jedem Ass All-In gehen, vor dem Flop schon. Ehrlich? Ja. Und auch mit einem anderen Händen, weil es einfach profitabel langfristig ist, mit solchen Händen All-In zu gehen. Einfach um zu schauen, weil ein Big Blind macht schon zum Beispiel 20% deines Stacks aus. Und da muss er halt versuchen, diesen Big Blind zu bekommen, wenn es irgendwie geht. Entschuldigung. Es ist halt natürlich immer davon abhängig, was man für Karten bekommt. Jetzt hat auch jetzt König Buben Dame, muss All-In gehen. Dame König ist absolut in Ordnung. Guido Lenk hat die Chance mit seinem Zimmerpärchen auch mal wieder ein bisschen am Spiel teilzunehmen. Putzke 5 Ass. Ja. Er hat so viele Chips, der kann sich den Flop, denke ich mal, auf jeden Fall anschauen, weil von Nico und Guidos Seite wird nicht viel kommen, außer All-In. Ja, wenn der mit König Bube aber All-In geht, kann ich mir vorstellen, dass Putzke foldet. Und Lenk muss halt callen bei 5.000, wie der er jetzt hat. Also, ja, da gibt es eigentlich für ihn an nichts nachzudenken. In dem Fall, er muss All-In gehen. Das ist Standard. Mal der Flop, hey, fix. Nico ist schon wieder am Schimpfen. Ja, so hat jeder seine Taktik, dem Gegner mitzuteilen, was er für Karten hat. Oder vielleicht auch wieder nur Taktik. Was mich immer noch interessiert, und wir kriegen es glaube ich nicht raus, hat Frau Jungwirth da die Regeln auf ihren 13 stehen? Oder was würdest du auf den Zimmer aufschreiben? Für die Regeln ist eigentlich ein bisschen viel, was er geschrieben hat. Ich kann mir vorstellen, dass er da noch so vielleicht Taktiken rausgesucht hat. Oder vielleicht tatsächlich Überlegungen vorangestellt hat, wie sie welche Hände spielt. Und das hat sich aufgeschrieben, weil für die Regeln wird eigentlich auch ein so ein Blatt reichen, kann ich mir vorstellen. Aber was genau sie jetzt da alles draufstehen hat, weiß ich auch nicht. Also vielleicht soll es die Gegner einfach nur verwirren und ihre ursprüngliche Taktik, die Ahnungslosigkeit, ein bisschen unterstreichen. Also dass sie so den Spielertyp nach außen geben will, so... Ich kann nicht wirklich pokern und schreibe mir deswegen ganz, ganz viel auf, dass ich so wirke, als müsste ich jeden Schritt, den ich mache, nachschauen. Wir haben jetzt hier halt das All-In von Nico und er wurde zweimal gecallt von den Zielern von dem Ass 5. Gusti, drück die Daumen. Ja, Nico, ich drück dir die Daumen. Also ich, und, oh, das Ass ist jetzt wiederum mies für Nico. Er war am Flop vorne und der Turn hat ihn halt ins Verderben gerissen, kann man so sagen. Ja, jetzt Nico, eigentlich, ich drück dir die Daumen, aber lass das. Also, klar, er ist schon drawing dead, weil auch ein König und ein Bube, eine Dame. Nico, das tut mir leid. Hört ihn so, nicht mehr. Klasse, ja. Damit ist er raus und ich hätte es ihm nicht gewünscht, ehrlich gesagt. Ich bedanke mich. Es war halt vorher zu sehen, dass er entweder jetzt rausfliegt oder... Dann schauen wir uns mal den Abgang von Nico und dir an. Call.
ich sehe das nicht. Ja. So ist besser. Ja, das ist immer schwierig. Ja, ich weiß. Ja, ich stehe hier jetzt mit Ruben und Nico, die leider gerade rausgekommen sind. Jetzt erstmal zu Ruben. Ruben, wie beurteilst du deine Situation? Warum hat es nicht mehr geklappt? Ja, ich war ja eigentlich noch ganz gut dabei, war dann recht unglücklich, wie ich gegen den Professor Butzke verliere. Ja, ist eine sehr kuriose Spielweise, was die Professoren an den Tag legen teilweise, und dann hat es nicht gereicht. Ja, was hast du gesagt, als du rausgegangen bist? Wie kann man so eine Scheiße anspielen? Ja. Das ist ja auch so. Sich hinreißen lassen, gell? Das ist auch so. Ja, nein, die Hand ist ja nicht so schlecht, aber mit 8-8 spielst du Preflop kein Race und gehst meinen Race dann auch nicht mit. Und kommt natürlich das Set direkt auf dem Flop an, dann ist, ja. Damit rechne ich nicht. Mit dem Ass habe ich Top Pair. Ja, scheiße. Kann man nicht anders sagen. Ja, dem ist nicht. Und bei dir, Nico, jetzt bei dir sah es ja schon länger eher. Ja, ich habe mich lang über Wasser gehalten jetzt. Also ich habe mir gesagt, als Erster fliege ich nicht vom Tisch. habe dann noch gewartet, bis der Ruben gegangen ist, und dann mit der Hand muss ich all in gehen. Ne? Ja, das hilft nicht. Und dass halt er dann da noch sein Full House trifft, ist wirklich bitter. Ich meine, sonst hätte ich vielleicht noch so eine halbe Stunde mitspielen können, aber dann wäre es wahrscheinlich auch vorbei gewesen. Aber jetzt schauen wir mal, ob der Manu als Nächstes kommt oder ob der die Studentenehre verteidigen kann. Das ist der Einzige, der was mit dem Zeug anfangen kann, was man gewinnen kann. Außerdem auch noch zum Gutschein. Ja, also ich drücke dem Manu fest die Daumen. Alles klar, super. Damit gehen wir dann mal wieder an den Tisch und schauen, was die Spieler machen. Check. Ja, in der Losers Lounge wird es langsam ein bisschen eng. Ja, also die Studenten haben heute nicht so viel zu melden, wie es gerade aussieht, weil die Dozenten beherrschen den Tisch. Ja? Man muss es bei beiden sagen. Sie haben recht. Ja, man hätte das achte Pärchen durchaus anders spielen können. Dann hätte sich auch der Ruben da ein bisschen besser darauf einstellen können. Aber ja, so ist es, wenn man gegen Amateure spielt. Ja. Die spielen halt einfach anders. Das Statement, wie kann man eine Hand so schlecht spielen? Du kannst einfach sagen, wie es ist. Ja. Wir haben eine Hand so scheiße spielen. Passt in dem Fall auf jeden Fall. Hätte ich mir auch gedacht oder gesagt. Ja, und bei Nico, wie gesagt, ich habe gesagt, dass es, er muss auch irgendwie, da gibt es gar nicht nachzudenken. Er hatte 5 Big Blinds. König Dame ist eigentlich noch eine bessere Situation. Er müsste attackt in dem Fall auch mit Bube Dame oder Bube 10 solchen auf jeden Fall halt vorm Flop All-In reingehen, ja, richtig. Und selbst um den Big Blind zu stehlen. Also heute hat das, was letztes Mal der Herr Dilling an Glück hatte, ich glaube der Herr Putzke. Also Glück nicht, sondern die gute Hand. Das scheint so zu sein, ja. Glück auf jeden Fall auch. Ist auch eine gute Portion dabei. Obwohl wir den Herrn Dilling extra an den gleichen Platz gesetzt haben wie das letzte Mal. Vielleicht, dass er sich wohlfühlt, dass er in der kleinen Atmosphäre ist, aber das war halt, man merkt das halt immer noch und immer wieder, dass Pokern einfach ein Glücksspiel ist. Manu ist jetzt all. Oder wer ist. Ich glaube, Manu ist all in. Mit einer schlechten Hand, das finde ich interessant. Mit 9-4. Dass sich mit dem traut. Das ist halt immer schwierig. Weil eigentlich, das kann er ruhig noch wegschmeißen. Er hat auch noch 10 Big Blinds, 9-4 off. Ja, und Putzke kann sowas callen. Weil er die Chips. Er hat die Chips, das wäre zwar der einzige Grund, das zu callen, weil er halt die Chips sich leisten kann, aber trotzdem 9-4. Finde ich ja nicht so gut gespielt. Da kann man euch noch ein bisschen erwarten. Ich habe mal Glück gehabt, dass die Runde nicht gespielt wurde. Ja, weil das, das Elend hätte ich nicht sehen man wollen. Man kann viel stehlen mit 10 Big Blinds. Das ist kein Thema, aber 9-4. Gemacht. Also du hättest es nicht gemacht, Manu hat es gemacht und hat Glück gehabt, ja, dass Putzke nicht jeden. Vielleicht der einzige Fall sein kann, dass es Blind gegen Blind war und einfach nur der Putzke noch der letzte Mann hinter ihm war
Und dann kann man tatsächlich auch vielleicht noch sowas schauen. Ja, Putzke lässt sich auf keine Spielchen ein. Also das, was man sonst so kennt, ja, dass der mit dem Small Stack ein All-In nach dem anderen macht, funktioniert bei uns am Tisch eher weniger. Hier jetzt interessant, Guido hat sehr hoch angespielt, sehr hoch gewaced mit Ass-König. Ist okay, er hat halt mindestens dreifaches, wenn nicht sogar vierfaches erhöht am Anfang, was nicht so der Standardfall ist. Nee, absolut Standard nicht. Ist eher so zwei- bis dreifach. Ja, wahrscheinlich sein Gedanke ist einfach dahinter, er will halt solche Hände eigentlich loshaben. Ja. Weil sie haben trotzdem noch eher 30% Chance, aber gut. Er trifft wenigstens den Flop, da will er ganz glücklich drüber sein. Richtig. Frau Jungwirth sollte spätestens jetzt aussteigen. Und sie geht all in. Puh, ich weiß nicht, was sie gesehen hat. Also sehen wir andere Karten als sie? Sie hat, also wenn es ganz optimistisch ist, sie hat einen Backdoor Straight Draw, wenn 6-7 kommt. Ein Backdoor Flush Draw. Also sie hat nur so ein paar Prozente. Aber natürlich das All-In jetzt ist eigentlich ganz ja. Quatsch, wenn sie das macht. Ist, okay. Aber oh, er ist All-In gegangen, haben wir verwechselt. Ja, das macht mehr Sinn, wenn er All-In geht. Ja, ja. Okay, gut. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Frau Jungwirth das war. Gut, wir nehmen alles zurück. Es war Guido, der All-In gegangen ist. Ja. Damit, sorry Frau Jungwirth, Sie haben alles richtig gemacht. Ja, so wie schon den ganzen Abend, muss ich immer wieder sagen, bin erstaunt, wie gut sie das macht und wie gut sie sich auch durch die ganzen Kerle da am Tisch durchsetzt. Immer noch also die Traumpaarung ist immer noch Putzke Jungwirth. Also ein bisschen Leute, Theorie reicht ja schon. Und dann ein paar gute Hände, dann kann man gut mitspielen. Das stimmt absolut, schon. Absolut. Also vielleicht stehen doch die richtigen Sachen auf ihren Zettelchen. Die Ruhe am Tisch spiegelt nicht unbedingt das Spielverhalten der Spieler wieder. Aber wenn man es so anschaut, Manu ist relativ... Der ist jetzt auch All-In mit König, Dame, Suited. Auch Standard, wie gesagt. Das ist jetzt einfach der Fall, dieses ganze Short-Spiel, wo halt so ein Big Blind schon relativ viel von seinem Stack ausmacht. Absolut. Da muss viel All-In gespielt werden. Gut, er hat es mit Dame König gemacht, suited. Wenn das gecallt wird, dann kann das auch für ihn sehr gut ausgehen. Ist hoffentlich ist er noch gut dabei. Weil so wirklich summiert wird er nur von Ass-König, Ass-Dame und Ass und Königen und Damen. Das sind nicht so viele Hände. Wie gesagt, Standard. Das ist einfach schon, geht schon Richtung Spieltheorie, was dann sowas absolut in Ordnung ist, dass man das All-In stellt. Es wird von der Unterhaltung her etwas ruhiger am Tisch. Liegt es ein bisschen daran, dass sich jetzt die verbleibenden Spieler wieder ein bisschen fangen, ein bisschen konzentrieren wollen, weil es doch relativ schnell jetzt gerade ging mit Ruhm und Nico, die vom Tisch geflogen sind. 5000. Es geht halt tatsächlich schneller, also das ist auf jeden Fall relativ hohe Races und auch gute Hände oftmals, hier wieder Buben. Ein Race von 5000 bei einem Stack von vielleicht 25.000. In der Regel heißt es schon, dass man da relativ stark sein muss, um sowas zu bringen. Aber gegen die Gegner ist das in Ordnung. Weil da wird nicht so viel Meta-Spiel getrieben und ja, wenn man was hat, sollte man es auch aggressiv spielen. Ich habe jetzt gerade mal so nebenbei ein bisschen bei Nico auf sein Profil geschaut und mir ist aufgefallen, er hat relativ viel gemacht für diesen Pokerabend, also natürlich A für sein Voting und auch seinen Platz am Tisch bei Facebook des Öfteren beworben. Leider war es der gleiche schlechte Platz wie beim letzten Mal. Also immerhin beständig ist er, aber gut. Eine Konstante im Leben muss man haben und die hatte Nico. Ich hoffe, dass es in der Losers Lounge besser macht. Also es sind jetzt doch genug Leute dort. Vier Leute zum Kickern haben sie jetzt. Aber weil sie ja gerade zumindest zuschauen, sich mehr fürs Poker interessieren. Ist vielleicht genau das Richtige, was sie jetzt tun sollten. Sie sollen sich jetzt in die Losers Lounge setzen, vielleicht den Kickerkasten und die den Nintendo erstmal rechts oder links liegen lassen und mal schauen, wie die verbleibenden Spieler am Tisch spielen. Das ist immer
ja die Variante, wo man doch am meisten lernen kann. Gerade wenn es um Amateurspieler geht, und das wird auch immer so sein bei unseren Final Table Shows, dass es Studenten und Dozenten sind, die jetzt nicht zu der Profi-Elite gehören, und Amateure oder die, die nicht oft pokern, spielen doch ähnlich, oder? Ja, das schon. Also, wie gesagt, theoretisch wird das jetzt hier ein relatives All-In-Fest geben. praktisch wird dann halt doch noch ein bisschen anders gespielt noch. Aber ich denke schon, dass so Leute wie der Guido wissen schon, dass bei der Big Blind-Anzahl muss halt All-In gestellt werden, wenn es geht, und so ein paar Situationen sind einfach Standard. Richtig. Ein bisschen spielen kennt man je nach irgendwann. So, dann schauen wir mal wieder an den Tisch und lauschen ein bisschen den verbliebenen vier Kandidaten und ja, natürlich von Studentenseite hoffen wir auf Manu. Natürlich, um Präsidentin zu werden dieser schönen Uni, dann würde nämlich Ihnen auch dieses wunderbare Studio gehören. Also gehören im Sinne von, dann könnte man hier richtig tolle Sachen machen. Was muss ich machen? Bitte? Was Sie wollen. Was ich will. Golden, Raisin, Coin. 4.000 Reisen. 4.000. Ja. Das ist nämlich ein richtig gutes Studio. Aber dem Präsidenten in dieser Uni gehört überhaupt nichts. Ja, ich weiß, es war ja auch. Das soll auch so sein. Im übertragenen Sinne gemeint. Ja? Im Sinne von. Aber ich bin, ich bin sicher, dass die Ressourcen besser genutzt werden. Check. Denn das ist ja eine Spezialität. 2.000 Minimum. Auch 2.000 Minimum. Aber natürlich schon gefolgt. Was der Big Blind ist, das ist das Minimum, was man spielen kann. Ja. Ich habe die Regeln immer noch nicht verstanden, aber das ist auch nicht so wichtig, oder? Es gibt viele, die das immer. Ja. Die spielen ja lang so manche. Jetzt ist der Big Blind. Jetzt ist der Big Blind. Das heißt, ich muss zwei legen. Sehen Sie es, oder? Ich bin auch lernfähig. Ja, ich bin völlig begeistert. Ja, da, kommt noch, da kommt noch was. 12,5. Warum mit 12,5? 12,5. Genau. Gut. Schön. Und blind geworden. Tja. Das war das Ziel. Ja. Leider nicht so multitaskingfähig, deswegen kann ich nicht über diese Präsidentschaft reden. Nicht, also ich versuche es immer wieder, was rauszukriegen, irgendwelche Versprechungen abzuluxen. Ja, ich verspreche natürlich alles. Das Schön. Gehört dazu. Ich habe auch Zettel und Stift dabei. Was soll ich tun? Wenn Sie mitgehen wollen, 2000. Dirk, was brauchen wir? Wenn Sie racen wollen, hast du den Wunschzettel dabei? Na, rufen Sie. Racer 4000. Wer ist noch dabei? Sie haben erhöht. Genau. Das ist nie ein gutes Zeichen. Gewonnen. Ja, braucht auch wieder Geld. Also man könnte auch sagen, gucken Sie sich meine Kasse an. Ich finde, man sollte nicht gegen Sie kandidieren. Beim Poker jedenfalls. Ich habe ja gesagt, am Ende gewinne ich immer. Ja, 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 ja. Ja. Bei den Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Ich weiß nicht, ob das auch ganz ist. Das kann man ja am Ende dann so drehen, wie man es gerade braucht. 2000. Stimmt, ja, ist okay. Wir können checken.
Achso, dann check ich. Ja. Zu dritt. Aber Sie sehen, dass meine Strategie gut ist, oder? Ich meine. Die Strategie funktioniert bisher. Ja. 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 Naja, Ihre Strategie funktioniert am besten. Ich habe gar keine Strategie. Manchmal geht es auch ohne Strategie. Nee. Aber nicht auf die lange Distanz, ich weiß. Nee. Ja, ja. Man braucht schon eine Strategie. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen muss man sie eigentlich explizit kommunizieren, aber nicht hier beim Pokern. Ja, das stimmt. Aber wir haben nichts dagegen. Ist Uni-Alltag Pokern? Ja, Uni-Alltag ist Pokern. Stimmt. Ja. Aber es soll nicht so sein, oder? Das stimmt. So sollte es nicht sein. All-in. Jedenfalls sollte niemand All-in gehen und danach alles verloren haben. Tja. Naja, aber wenn er All-in gegangen ist, oder? Da ist zwar nix, aber lassen wir es mal. Nee. So. Also wenn ich so viel Geld hätte wie Sie, hätte ich ihn rausgehauen. Nee, das mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich einfach nicht jeden raushaue. Außerdem weiß man das ja auch gar nicht. Ja. Und weil ich natürlich auch nicht so aggressiv spiele wie der Dilling. Ja, ja, ein Soft Player. Dilling hatte das letzte Mal so eine Phase der Stagnation, der Ruhe. Und danach ist er wieder ausgebrochen, der Vulkan. Ja, also es war Ruhe und dann hat er wieder aufgedreht. Ich mache das total nervös. Könnte man da nicht was anderes haben, so einen anderen Ton? Mhm. Ich glaube, ich dann einen anderen Ton. Ach so. Der Ton macht sie nervös. 4000. Muss ich alles mitgehen? Nö. Oh. Call. Call. Nee, jetzt hat sie die Karte. Das sind 12.000.
1, 1500, 3000. Muss ich auch was reinziehen? 1500. All in. Viel Spaß. Das war ein Witz. Ein sogenannter Wok. Ein Wok. Warum heißt das Wok? W-O-K. Wie der Wok aus der Küche. Ein Wok. Ach, ein Wok. Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, ein Wok. Der Wok aus der Küche oder der auf der Eisbahn. Okay. So, jetzt sind sie 1500. Ne, ist voll hingegangen mit 8500. Das heißt, sie müssten noch 2000 hin. Habe ich. Ja. Machen wir einfach dort an, legen wir als König. Oh oh. Olin. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Live-Musik von 15 Lines Sonnet. Ihren Musikstil haben sie Poem Pop genannt und auch jetzt hören wir wieder einen Pop-Cover, einen Song, den viele aus dem Radio kennen, aber ganz bestimmt nicht in dieser Version. 15 Lines Sonnet mit All About That Bass.
Cause you know I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see those magazines working that Photoshop, you know that shit ain't real. Come on and make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you's perfect. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny ladies, hey. Cause I know you think you're fat, but let me tell you, every inch of you's perfect from the bottom to the top. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, bass. Because I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass, no trouble. I'm all about that bass, by that bass. Dank an 15 Line Sonnet und ich habe hier noch ein paar Gewinner zu verkünden. Wir haben nämlich das gleiche Abstimmungsspielchen, das ihr online machen könnt, auch hier mit unserem Studiopublikum gemacht. Und jeweils ein Campus Passau T-Shirt haben gewonnen. Der Valentin Horst und der Flo B., wer auch immer das sein mag. Das könnt ihr euch dann draußen abholen, da wo es auch die Getränke gibt. Und interessanterweise haben beide auf Guido Lenk gesetzt. Gusti, spiegelt das in etwa das wieder, was hier auch gerade am Tisch passiert? Ja, Yves, das ist eine gute Frage, ob das auch das ist, was am Tisch sich widerspiegelt. Guido ist noch gut dabei. Wir hatten jetzt gerade All-In anscheinend. Manu war All-In und hat es wieder verdoppelt. Ja, aber Manu ist eher der, der sein Small-Stack gut verteidigt. Guido hat irgendwie noch nicht so ganz in das Spiel reingefunden. Also Manu hat sich dann... mittlerweile habe ich schon das Gefühl, er weiß nicht, was er in Situation machen muss, wo alle so short sind. Aber sein Stack, wir sehen es gerade wunderbar im Bild von den Chips, ist noch ein bisschen was zu machen. Ja, das sind vielleicht 25.000, aber die Blinds sind ja schon 3.000, 1.500, 3.000, wenn ich sogar mittlerweile noch höher. Er weiß zumindest, was er damit machen muss. Also zum Beispiel vorher hat er 6er reingestellt am Dealer-Button, was total Standard ist. Ja, und Manu, glaube ich, weiß auch, was er machen muss. Er hat vorher schon mit Ass-König gegen Bube-Dame verdoppelt, wo er aber tatsächlich nur noch 3 Big Blinds hatte. Das heißt, mit 3 Big Blinds ist er schon so weit, dass man damit jeder Hand All-In gehen muss, eigentlich theoretisch. Richtig, ja. Weil man diese Chance einfach irgendwie nutzen muss und nicht den Blind abgeben darf. Und ja, und ich glaube,
Frau Jungwirth hat auch so um die 10 Big Blinds maximal. Und Herr Putzke hat vielleicht 20 oder so. Also auf jeden Fall immer noch Chip Leader und ich glaube, das wird auch bis zum Schluss gut verteidigen. Jetzt interessant in der Hand mit Frau Jungwirth, mit König Ass suited und Herr Putzke hat einen neuen König. Beides keine schlechten Hände, also absolut gut zum Spielen, auch schon vor dem Flop. Ist immer die Frage, das sind jetzt 6000. Mehr können Sie was jeder Spieler daraus machen kann. Ja, also das, was jetzt im Flop liegt, ist für einen Putzke zwar gut, weil es ein Neuner geworden ist, der getroffen hat, aber die Straße ist damit weg. Ja, also da passiert nicht mehr viel. Frau Jungwirth hat theoretisch noch Chancen auf eine Straße. Also 10 Bube, wenn kommt, kann sowas reißen. Alles andere ist nur noch die Ass. Ja, das hat halt noch, aber ich würde von ihr aus ihrer Sicht jetzt davon ausgehen, dass sie jetzt checken wird und auch wenn nochmal gesetzt wird, nicht wieder mitgehen wird, weil sie Angst vor der Dame hat oder vor dem also neuen Hemd. Man nennt das in der Pokersprache die Outs, die sie noch hat, sind in dem Fall nicht unbedingt auf ihrer Seite. Jetzt kam die 7, damit ist endgültig der Drops gelutscht, was die Chancen von Frau Jungwirth angeht. Das Ass zumindest ist noch ein Out, aber richtig. Das war es dann auch die 3. Und Asse, das Ass kommt nicht, somit ist das die Hand von Herrn Putzke. Er trifft da sein 9er Pärchen im Flop und zieht das Spiel bis zum Schluss durch. Es macht halt schon was aus, dieser jetzt Pot-Gewinn, auch wenn es halt nach dem Flop nicht wirklich Action gab, aber schon wenn vor dem Flop schon bei Frau Jungwirth ein Viertel der Stack drin ist. Ja. Und dann die Hand verliert, das macht schon einiges aus. Warum Frau Jungwirth jetzt gecallt hat, weiß ich nicht. Also vielleicht hat sie auf High Card spekuliert, weil Herr Putzke davor zu wenig Gas gegeben hat. Also ja, das war typische Sache von Gegner unterschätzen und ich spiele einfach mal an und schaue, was der Gegner macht. Aber war klar, dass der Putzke mit dem 9er Pärchen da auf jeden Fall mitgeht. Mhm. Da hat auch Frau Jungwirth von vornherein ein bisschen zu passiv gespielt, um da dem Herrn Putzke irgendwie Angst zu machen und zu zeigen, du, ich hab was, pass auf, was noch kommt. Das hätte sie einfach checken müssen und vielleicht noch hoffen, dass der Ass hoch noch gut ist, aber da gehören eigentlich keine Chips mehr in den Pot rein. Und ja, das macht jetzt natürlich schon einen Unterschied. Wir sehen jetzt hier, das sind 50.000 mindestens. Also, wenn bei einer Gesamtanzahl von Chips von 140.000, 50.000 haben, also schon knapp an der Hälfte dran. Ja. Gerade bei 4 Spielern ist das schon einiges. Natürlich jetzt bei den Blinds von, ich weiß nicht, ob das schon mehr sind als 503.000. Na, ich glaube, wir dürfen uns genau um den Dreh rum bewegen. Also ist natürlich auch nicht so viel. Es sind dann auch nur knapp unter 20 Big Blinds. Und für Herrn Putzke auf jeden Fall noch nicht gefährlich. Also in keinster Weise. Und wenn er so weiterspielt, dann wird es auch ein Heads-up geben, wo er auf jeden Fall beteiligt ist. Weil selbst wenn jetzt jemand in All-In spielt und gewinnt, da ist ja nicht mehr so viel. Also verteilt sich ja der Rest auf 3 Spieler. Ja, in der Theorie, wenn jetzt gar nichts mehr machen würde, würde er eigentlich schon von Chips her mindestens den 2. Platz belegen. Richtig. Also mit dem Chip-Vorteil und den anderen, die nicht so viel Chips haben. Aber wie gesagt, es kann sich jetzt noch alles ändern. Also ist komplett offen. Ist nicht so wie letztes Mal, wo dann einer wirklich weit vorne war, sondern hier. Wenn da mal einer sein All-In gewinnt, gegen Herrn Putzke, da vertauschen sich die Chipstacks praktisch. Das habe ich mir doch so gedacht. Ja, und so schnell kann es gehen. Frau Jungwirth hat so gut mitgespielt. Und Danke. Ja, es sind zwei, drei Hände. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass hier König 9 und Ass König Hand ganz schön Chips gekostet hat. Und jetzt ist es. Genau, das habe ich mir auch gedacht.
holt. Wobei es bei Guido auch nicht anders ausschaut. Guido, der müsste auch im gleichen Bereich sein. Ähnlich. Fit ähnlich. Or fold, ja. Praktisch. Oder sharp or fold. Ja, also somit gesellen sich ja, die Nächsten in die Losers Lounge und da werden wir auch bald mal hingehen. Ja, nochmal einen Schluck grünen Feldiner aus dem Glas. Das gönnt sich der Herr Putzke jetzt mit Freude, würde ich sagen, weil die Frau Jungwirth war so nett und hat eine Flasche Weißwein gespendet. Die extra beschriftet wurde von unserem Barpersonal mit dem Hinweis, das ist nur für den Herrn Putzke. War es ein Bestechungsversuch oder war es einfach nur eine nette Geste? Man weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall nicht geholfen, weil Paul Jungwirth ist gegen Herrn Putzke vom Tisch geflogen. Wir haben gerade schon darüber geredet, wir haben zwei ähnliche Small Stacks am Tisch sitzen. Manu beteiligt sich ja nicht mehr so viel an der Gesprächsrunde am Tisch. Was kann er jetzt eigentlich noch machen, um da noch ein bisschen was zu reißen? So wie Nico vorhin auch, ein All-In nach dem anderen zu machen, was im ersten Augenblick für den Zuschauer ein bisschen langweilig wirkt, wenn drei Runden lang nur All-Ins gesetzt werden, aber ist die einzige Chance für so einen Spieler eigentlich, oder? Ja, das liegt halt einfach an der Struktur, dass es mittlerweile, also generell die Struktur ist sehr hyper-turbolastig, so nennt man das. Das sieht man jetzt auf der Steigen und schneller als das Verhältnis zum Stack, das heißt am Anfang hat man noch sehr viele Blinds und dann hat man schon sehr schnell deutlich weniger im Verhältnis. Ja, und jetzt sind wir in der Situation, dass es sehr viel All-In geht. Gibt's nochmal eine Pause? Vom Heads-Up oder so? Nein? Ja, Heads-Up. Gutes Thema, Heads-Up. Wir sind gar nicht mehr so weit davon entfernt. Also einer, wenn noch rausfliegt, dann haben wir die letzten beiden Spiele am Tisch. Heads-Up erfahrungsgemäß kann schnell gehen, kann aber auch lange dauern. Ja, das einzige Problem, das hier ist, dass halt, wie gesagt, Verhältnis von den Blinds zu den Chips sehr niedrig ist und deshalb nicht wirklich viel gespielt werden kann und mehr All-In gespielt werden muss, einfach von Anfang an. Das werden wir demnächst sehen, wer als Nächster den Tisch verlässt. Und wir schauen einfach mal kurz zu Eve in die Losers Lounge. Die hat Frau Jungwirth jetzt zu Gast. Eve. Vielen Dank, Gusti. Ja, jetzt erstmal die Frage, es ging alles so schnell. Was ist da genau passiert? Ich hatte meine Karten besser eingeschätzt, als sie waren. Sonst nicht. Aber die Frage, die uns eigentlich alle brennend interessiert, was stand auf diesen Zetteln? Meine Strategie. Es ist immer wichtig, nach einer bestimmten Strategie vorzugehen und nach dieser Strategie bin ich losgegangen. Offensichtlich hat es an einem bestimmten Punkt nicht ganz geklappt. Können Sie die Strategie dann jetzt ein bisschen genauer erklären? Jetzt sind Sie ja bei uns in der Losers Lounge, jetzt ist es ja nicht mehr so wichtig. Die Strategie war ganz klar, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Dafür sehr konservativ zu spielen, nur mit bestimmten Karten, nur mit einer bestimmten Hand überhaupt rauszugehen und das sehr konsequent durchzuziehen, also nicht sich hinreißen zu lassen von irgendwelchen kurzfristigen Verlockungen oder ähnliches und das habe ich gemacht. Gut, wie ist denn so bei euch die Stimmung? Also ich sehe, hier wird gar nicht gekickert, hier wird auch gar nicht Mario Kart gespielt, ihr seid alle ganz gefesselt. Ja, wir konzentrieren uns darauf, wer das Ding jetzt am Ende holt, also ich guck's eh lieber an, statt jetzt zu spielen. Ich möchte jetzt auch wissen, dass der Putzke das am Ende nicht gewinnt, sondern am besten der Student jetzt noch, der Verbliebene. Also Ruben ist auf der Studentenseite. Nico, wie schaut's bei dir aus? Ja, ich drück natürlich auch dem Manu die Daumen, weil der Holm hat schon ein großes Ereignis gewonnen an der Uni. Man muss kein zweites dazu. Das reicht deiner Meinung nach. Und wie sieht's bei Ihnen aus? Für wen tippen Sie jetzt? Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, den Herrn Putzke da wegzuhauen. Also hier gemischte Meinungen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Zurück zu dir, Gusti. Danke, Yves. Ja, da hast du unterschiedlichste Meinungen jetzt eingefangen in der Losers Lounge und wir wissen jetzt endlich auch, was auf den Zettel von Frau Jungwirth stand, aber du hast es vorhin erwähnt.
das haben wir nicht erwartet, dass genau diese Taktiken mit draufstehen werden, welche Hände sie wie spielt. Genau so hat es auch getan, ja, hat sich gut geschlagen. Dass man jetzt in der Losers Lounge nicht Kicker spielt und auch nicht Mario Kart zockt, die guten Dinge sind drei. Finde ich gut, ja, und macht auch Sinn, weil das, was am Tisch jetzt passieren kann, relativ schnell, sind sehr viele All-Ins, und zwar von unseren Small Stacks, von Guido Lenk und von Manu. Ja. Herr Putzke schaut eigentlich anders, als er sich fühlen müsste, weil er hat alle Trümpfe auf seiner Seite, er hat den größten Stack, gewinnt die meisten Hände. Ich glaube, wir hatten jetzt gerade noch All-In und Call. Okay, ja, so ist es. Und Putzke hat wieder einen Spieler rausgenommen. Ja, damit ist Guido Lenk dahin und wir lassen den Tod seines Amtes. Ja, so schnell steht das Heads-up fest, würde ich sagen. Ja, also die Wunschposition ist nicht so besetzt worden. Ah, okay, Manu ist rausgeflogen. Aber ist natürlich ein Traum für einen Herrn Putzke, da wie ein Berserker jeden Spieler rauszunehmen, dass alles wunderbar klappt. Es war anscheinend doch relativ Standard, mit 500 Neulen zu callen, dass nicht mal 10 Big Blinds gekostet hat, sondern deutlich weniger normal. Und die 5er haben halt gehalten. Es war wahrscheinlich entweder ein Coinflip oder so eine 70-30-Situation für einen Herrn Putzke. Ja, und wenn es dann halt klappt, umso besser. Ja, bei ihm läuft's heute einfach, muss ich sagen, schon den ganzen Abend durch eigentlich. Ach so, schade ist halt, ja, dass immer der, so aber so ist halt das Spiel und so läuft's meistens. Derjenige, der die meisten Chips hat, kann am meisten Druck aufbauen und ist auch derjenige, der dann den All-In-Kandidaten callt und wenn er gewinnt, halt dann die Chips danach einkassiert. Der Small Stack, in dem Fall Guido, dem hätte dieser All-In auch nicht schlecht getan. Jetzt, wo er im Heads-Up gegen Holm Putzke sitzt. Jetzt weiß ich nicht. Wir haben einen sehr ruhigen Anfang gehabt. Die ersten eineinhalb Stunden ist keiner vom Tisch gegangen. Dann ging es recht schnell. Und jetzt sind wir dreiviertel elf schon im Heads-Up. Und ich sehe jetzt schon, dass es sehr bald vorbeigeht. Weil wie gesagt, Guido hat immer noch die einzige Möglichkeit All-In oder Fold. Und das kann jetzt schnell gehen, genau. Guido... Oder sieht nach vielleicht. Putzke Bube 4 ist halt auch jetzt nichts, wo man alles callt. Vor allem Herr Putzke ist auch einer, der dann jetzt sagt, okay, ich schenke mir jetzt nicht drei Runden lang die Blinds, dass er seinen Stack aufbauen kann, sondern wird das geschickt spielen. Ja, aber er hat noch genug, also Guido, dass man Bube 4 jetzt noch da folden muss. Also ich glaube, es waren zu knapp 22.000, 23.000. Da ist Bube 4 nicht gut genug für einen Call. Absolut nicht. Ja. Zum Beispiel ein Ass wäre gut genug. Die meisten Könige wären gut genug. Aber Bube 4 ist eine Konstellation, da kannst du dir eigentlich nichts draus bauen. Ja. Also. Ja, dann lieber abwarten, vor allem weil die Situation, wenn Guido jetzt verdoppelt, nicht gerade optimal wäre, dann lässt man lieber noch ein bisschen short, aber ein bisschen was gewinnen. Aber dann immer noch die einzige Möglichkeit ihm lassen, all in or fold. Ja. Ja. Und dann einfach warten, bis eine Hand kommt. Wenn die Stacks deeper sind, also wenn man ein besseres Verhältnis zu Big Blinds zu Stack hat, dann braucht es halt bessere Hände, damit es dann mal All-In geht. In der Situation reichen aber schon schwächere Hände, damit es dann einfach reingeht. Ja, jetzt sind wir in einer Situation, wo Herr Putzke eine relativ gute Hand hat, Guido Lenk aber auch, aber sich nicht hinreißen lässt, jetzt das zu opfern, was er gerade gewonnen hat. Wir lassen mal kurz 2 Minuten den Tisch für sich reden und sind dann gleich wieder für euch da. Ich bin jetzt wieder in der Social Media Lounge bei der Angie und am Tisch hat sich ja gerade echt viel getan. Wie sind denn da die Reaktionen drauf im Netz? Im Netz ging es sehr heiß her. Also es wird gerade ganz viel getwittert. Vor allem wurde berichtet, dass das Publikum ziemlich viel Glück hat, da diese ja freien Jägermeister bekommen.
Außerdem bedankt sich Herr Dilling für seine Daumendrücker und wir sind gespannt, wer jetzt gewinnen wird. Ja, wie sieht's denn aus bei der Abstimmung? Wer liegt denn vorne? Genau, die aktuelle Abstimmung sagt, dass Manuel Koch gewinnt. Leider ist er ja gerade rausgegangen. Also ist der Herr Putzke mit 9 Stimmen wohl gerade Favorit. Beim Pokerface, und genau, wie sieht's aus beim Gewinn des Abends? Gewinn des Abends war auch der Koch wieder ganz weit vorne. Jetzt ist er ja raus, also ist auch diesmal der Putzke ganz weit vorne mit 12 Stimmen. Also in unserer Abstimmung hier führt Professor Putzke. Und hier gibt's auch jetzt Gewinner, und zwar die 2 Campus Passau T-Shirts haben gewonnen. Sandro König und Linda Fontaine. Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt, wie das Heads Up ausgeht. Zurück zu dir, Gusti. Danke, Yves. Ja, neueste Informationen und aktuelle Insider-Tipps aus der Social-Media-Ecke. Klar, Herr Putzke wird immer noch ganz vorne gesehen. Ist auch nicht schwer bei den Chips, die er da eine Runde nach der anderen einheimst. Strategie von Guido ist klar. Ja. Nicht jedes Mal All-In gehen, weil auch mit einer Scheißhand muss es nicht sein. Ja, er muss überlegt spielen, gerade ja. Vielleicht, wenn er ja im Small Blind ist, dann zu sagen, gut, check ich oder ich fülle einfach nur kurz auf und halte mich aus dem ganzen Kampfgeschehen raus. Genauso wie Herr Putzke, er muss nicht jeden Call. All in callen. Also wenn er weiß, dass Herr Putzke nicht so oft zurückspielen will, also wenn er limpt, dann er gleich all in zu gehen, dann kann er ruhig auffüllen, auch öfters machen, ja. Weil so kann man die Hand spielen, wenn es etwas Chance hat, gut zu treffen. Aber schon viele Hände sind dann einfach richtig gespielt, dass man da direkt dann all in geht, ja. Mit denen. Also wie gesagt, die meisten Asser, die meisten Könige, jedes Bilderpaar, also die oberen Karten, manche Suited Connector und sowas wie 8-9 ja. Suited. Und halt natürlich jedes Paar, also ab 2 aufwärts, muss da schon im Voraus All-In gehen. Das ist dann in der Regel die richtige Strategie. Klar, Herr Putzke macht aber auch eine geschickte Strategie. Er nimmt auch dem Guido öfters mal ein bisschen die Luft raus, indem er auch, was er nicht müsste, mal ein bisschen entgegenzuwirken und auch zu erhöhen, obwohl er es nicht müsste, weil er kann sich eigentlich rein theoretisch nur darauf verlassen, dass der Guido halt mal All-In stellt oder einfach nur Call checkt. Bei dem Stack kannst du eigentlich dich relativ passiv verhalten. Aber ich finde es gut, dass Herr Putzke sich da nicht zurücklehnt und sagt so, ja, die Katze habe ich eh im Sack. Und er möchte halt auch noch sein Glas Wein genießen. Also hat noch keine Lust, jetzt aufzustehen. Solange er die Blinds sich herschenkt, eben. Passt das. Also, wie gesagt, die Strategie, was Holm Putzke da fährt, ist gut. Ja, also spielt die Hände, die er spielen kann, aber nicht jede. Und das, ist jetzt interessant. Das ist interessant. Guido Lenk mit einem Bubenpärchen. Buben ist eh ein Traum. Ist ein Traum. 30 vorne von den Wahrscheinlichkeiten. Ass 10, die Ass ist nicht schön. Ja, also die ist echt nicht schön. Das kann jetzt sehr schnell vorbei sein. Ja, also ja. Wir sind gespannt, was kommt. Jetzt gibt es auch wieder eine Blinderhöhung gleich, wenn es weitergeht. Also dann ist wahrscheinlich Guido immer selbst nach der Verdopplung. Nicht unbedingt vorne, aber er hat den Bube getroffen, schon am Flop. Gut. Also, das heißt, Drilling, wunderbar. Also, gut gemacht. Auch ein Zeichen für einen, Herrn Putzke, dass Guido nicht jeden Scheiß All-In spielt. Ja, weil er hat vorhin auch nur mal gecheckt oder gecallt. Strategie ist klar. Lässt sich nicht zu unnötigen Aktionen hinreißen. Ja? Also, klar, die Wahrscheinlichkeit, dass er aus dem Loch nochmal rauskommt, ist nicht hoch. Ja? Aber wenn er es geschickt spielt, lässt er vielleicht auch mal den Holm zu einem Fehler hinreißen. Ja, ist aber eh eine Traumsituation, da Buben zu haben, zum Verdoppeln. Ja, gibt nicht viel bessere, die am Anfang haben kann. Und dass er dann natürlich auch den Call bekommt, was vorher bei durchaus schlechteren Händlern nicht der Fall war, ist natürlich auch optimal gelaufen. Hier war jetzt typisch Race and Take It. Beide hatten nicht wirklich was, aber der das Grace hat die Hand gewonnen.
auch Standard. Gerade auch jetzt, wo wieder Guido ein paar mehr Chips hat. Ass 3 das kann man machen. Ja. Eben zum Beispiel Buben sind auch auf jeden Fall einer der besseren Hände, die er haben kann, weil auch, wie gesagt, Ass stellt auch rein. Und er hat Glück, Putzke mit König 2. Also. Ja, ist jetzt kein Call in dem Fall. Nee, gar nicht. Also ist auch absolut keine Kombination, wo du auf Biegen und Brechen was irgendein All-In callen musst. Vor allem, weil er weiß, dass ihm der Guido schon mit Bedacht Hände All-In stellt, weil er muss damit rechnen, dass der Holm Putzke jeden All-In callt. Ja. Aber wie gesagt, die Blinds sind hochgegangen, das heißt, er hat wieder nur maximal 10 Big Blinds. Da geht das Ass halt rein. Da hat auch der Verdoppler nicht unbedingt was geholfen. Er hat also immer noch genauso viel im Verhältnis. Für die Action am Tisch wünsche ich mir jetzt natürlich, dass der Herr Putzke weiterhin König 2 in die Richtung bekommt und Guido Lenk mal ein bisschen kombinierbare Karten zu Gesicht bekommt, um vielleicht sein Stack doch so nach und nach aufzufüllen. Die Chance ist ja da, absolut. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier Maus gegen Elefant kämpft und die Maus eine Maus bleibt, sondern das kann sich auch durchaus drehen. Ja, jetzt ist aber halt auch schon so, dass ein Verdoppler von Guido ihn zu dem Chipleader machen würde. Richtig, ja, es kann und jetzt auch praktisch die Rollen tauscht dann. Dass dann Herr Putzke der ist, der dann immer All-In gehen muss, wenn er die richtige Hand dafür hat. Genau, und jetzt sind wir auch eben, du hast gerade erzählt, mit den Stacks der einzelnen Spieler, so dass Guido nicht mehr in der Position ist, All-In gehen zu müssen, sondern er kann einen ganz normalen Race ansetzen und den Putzke einfach zum Callen animieren. 7-8 bei Putzke, 8 König bei Lenk. Wenn das die 8 kommt, freuen sich beide, aber der Lenk freut sich mehr. Er hat den höheren Kicker mit dem König. Das Interessante ist jetzt eigentlich schon, dass es schon ein 3-Bet, also ein Re-Race gab, ja, und ein 4-Bet, wieder von Herrn Putzke, mit der schlechteren Hand. Was der Grund dafür war, weiß ich jetzt auch nicht genau. Eigentlich ist es jetzt nicht wirklich Standard mit 8-7 off. Also so aggressiv zu spielen, aber hier hat es funktioniert in dem Fall. Mal so was anderes. Wie lange war das längste Heads-Up, was du mal live erlebt hast oder vielleicht im Fernsehen verfolgt hast? Das war, glaube ich, gar nicht so lang her. Ich bin mir nicht sicher. Also zum einen, das letzte in Malta war das. Das ging ewig. Also das ging über Nacht, habe ich nicht komplett angeschaut, aber ich habe halt den Anfang geschaut und ich glaube, das war noch am Morgen, lief das noch. Und los ging es irgendwann nachts um 11 Uhr. Und das längste, was ich, glaube ich, ganz geschaut habe, war mal auf der PCA letztes Jahr, 2013. Das ging auch, das glaube ich, ging los, auch irgendwann so Standardzeit, 11 Uhr abends. Und das habe ich geschaut bis irgendwie 5 Uhr morgens oder so. Also nur Headset tatsächlich. Der Final Table an sich ging schon mittags los. Ja, richtig. Also wird bei uns, glaube ich, nicht passieren. Da haben wir ganz andere Spielercharaktere am Tisch und auch von den Start-Stacks nicht so viel. Aber das ist schon eine harte Nummer. Also allein 6-7 Stunden sich nur ein Heads-Up anschauen zu müssen oder anzuschauen, ist schon hart. Und als Spieler das auch noch am Tisch machen zu müssen. Sagen wir so, es nur anzuschauen, das Heads-Up alleine 8 Stunden, das schafft man kaum. Aber was nebenbei machen, einfach nebenbei laufen lassen. Oder ja, aber wobei, das ist die Gefahr, dass man den Höhepunkt verpasst. Ja, weil es ein Heads-Up ist, wo es einfach sofort vorbei sein kann. Ja, da kann es 5 Stunden hin und her gehen. Genau, und dann zack, passiert. Auf einmal kriegt der eine Asse, andere Könige. Richtig, und dann ist vorbei. Da geht's immer rein. Also fast immer. Manche Profis kommen da noch gut weg, aber im Durchschnitt geht's da rein. Bei uns wird's definitiv ein bisschen anders laufen, zum Glück auch, weil 5 Stunden können wir euch gar nicht beschäftigen und es macht auch irgendwann wahrscheinlich dann am Tisch auch keinen Spaß mehr. Der eine oder andere wird dann sofort einschlafen. Der Dealer nicht, der ist hochkonzentriert. Muss man auch mal dazu sagen, ist es schon das zweite Mal in Folge, dass das Oceans Card Casino uns einen Dealer hinstellt. Letztes Mal war es noch der Chef, der Marco selber. Kann man auch mal erwähnen, also als Dealer jetzt fast 3 Stunden am Tisch zu sitzen, du musst dich ja wahnsinnig konzentrieren, oder? Auf jeden Fall. Also irgendwann ist, glaube ich, schon das Gehirn ganz schön zermartert.
In der Regel bei Turnieren, wo es um richtig Geld geht, wechselt die da jede halbe Stunde, Stunde. Okay. Halt und machen dann ihre 4 Stunden Pause dazwischen auf jeden Fall. Und er sitzt jetzt schon seit, wann war die letzte Pause, vielleicht seit 1,5 Stunden da. Die durchgängig, vor allem jetzt auch, wo eine Hand kürzer dauert, weil nur 2 Spieler sind. Das muss mega anstrengend sein, das glaube ich schon. Also großen Respekt an Kai vom Oceans Card Casino, dass er ja da so tapfer durchrennt. Ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, nicht ohne. Da auch konzentriert zu bleiben, weil man muss natürlich immer darauf achten, setzen die Leute richtig, werfen sie zu früh weg, was setzen die Spieler, immer ein Auge drauf zu haben. Du musst auf alle zu Beginn 7 Spieler achten und das erfordert schon einiges an Konzentration und ich glaube, der Kai, wenn er nach Hause fährt, der ist froh, aus dem ZMK raus zu sein. Ja, ja. Und der freut sich schon auf Feierabend. Der freut sich auf den Feierabend. Wir natürlich nicht, ja, weil wir gespannt auf die nächste Bandehörung schauen und sehen, dass Holm sich wieder ein paar Chips zurückgeholt hat. Das sind jetzt anscheinend 12.000, ja, glaube ich. Also 6.000, 12.000 dann. Die haben da gar keinen Spielraum mehr eigentlich. Nee. Bei 140.000 Chips gesamt. Und das allein auf Zeit verteilt hätten sie im besten Fall, wenn es gleich verteilt ist, jeder 5 Big Blinds. Ja. Wenn es ein bisschen ungleich verteilt ist, hat halt Guido jetzt nur noch vielleicht 2-3 Big Blinds. Und ich habe es ja schon mal gesagt, bei 2-3 Big Blinds kann man jeder Rand reinstellen und macht nichts verkehrt. Richtig. Weil dann einfach die Mathematik sagt, dass das richtig ist. Guido ist ja, zumindest kommt er aus dem Gebäude der Informatik, ja, ist dort auch durchaus zu Hause. Habe ich heute auch bei der Generalprobe gesehen, er ist einer, der schon auch mathematisch gut rechnen kann. Ja, er hat sich auch durchaus so mal seine Chancen schon in der Generalprobe ausgerechnet. Wahrscheinlichkeiten, das sind Sachen, die können normalerweise Amateure nicht. Ja, also die gehen eher nach Bauchgefühl oder nach dem, mit welchen Händen bin ich bisher gut klargekommen. Lieblingshand, in Anführungsstrichen, spielen eher die. Aber Guido ist doch in der Position, wo er auch mathematisch sich ein bisschen durchschlängeln kann, oder? Ja, das schon. Wobei, wie gesagt, so viel mathematische Spielraum gibt es auch nicht mehr. Er muss einfach wissen, dass er da einfach fast alles reinstellen muss. Da kommt dann eben die Pokerpraxis vor der Mathematik, die einfach sagt, reinstellen, reinstellen, reinstellen und hoffen, dass man genügend Blinds klauen kann, um wieder zu spielen. Es kann auch sein, dass die Blinds so 3.000, 6.000 sind, dass die 12.000 schon eine Erhöhung waren. Dann ist natürlich dann doch ein bisschen Spielraum, aber auch nicht zu viel. Aber es macht einen deutlichen Unterschied, wenn halt die Blinds so halb so hoch sind, natürlich. Also wir schauen auf die Uhr, es ist 11:01. Das heißt, wir sind ungefähr in dem Zeitplan wie beim letzten Mal. Also 3 Stunden haben wir durch. 3,5 Stunden könnten es werden. Ja, wir warten jetzt eigentlich nur auf eine Hand ab, wo beide was haben. Genau. Dann geht's rein. Und der dann die Hand gewinnt, hat dann auch, glaube ich, fast sicher den Sieg in der Tasche. Apropos Sieg. Den Sieg von heute feiern wir zum einen natürlich live am Tisch mit allen dann. Gibt's dann auch die Preise. Erster bis dritter Platz bekommt was. Und ab 23.30 Uhr geht's dann in unserem Cute Casino. Das ist nichts anderes als der Cute Room. Eingang Goa, geht's weiter ab 23.30 Uhr. Ja, unsere Warm-Up-DJs sind schon vor Ort und warten eigentlich nur noch drauf, dass hier am Tisch ein bisschen Gas gegeben wird. Und ja, da werden wir auf jeden Fall nach der Siegerehrung hingehen und den Siegergebühren feiern, egal wer es sein wird, ob Paul Putzke oder Guido Lenk. Das heißt, für uns ist der Abend noch nicht zu Ende, aber wie gesagt, es kann sich auch noch ziehen. Ja? Also eine Stunde glaube ich nicht. Nein, das da ist haben auch die am Tisch keinen Bock drauf. Ja? So Profis sind sie nicht. Es geht um nicht 10 Millionen Dollar, um ein Bracelet oder sonstige Späßchen, die man aus dem Poker kennt. Aber irgendwann bist du als Spieler auch einfach Matsch im Kopf, oder? Also du musst dich ja auch auf dich selbst konzentrieren und auf das, was der Gegner tut, auch wenn es nur noch 2 sind. Ja. Guido Lenk mit 4 Ass und Putzke mit 10 Ass. Dass reingehen kann, auf jeden Fall. Also Lenk auf jeden Fall spielt, weil er sagt, er hat eine Ass zum Ersten und
Straße kann man machen, ja. Mhm. Aber irgendwie, sie trauen sich beide noch nicht. Ja, also auch, zumindest Guido wollte mit dem Ass 4 noch nicht All-in gehen. Ja, also er hätte wahrscheinlich, glaube ich, bevor er im Heads-Up gelandet ist, hätte er einen Ass 4 gespielt, weil das ist eine Hand, die kann man spielen, ja, da macht man eigentlich nichts falsch. Ja. Das ist der große Unterschied, so ein bisschen zum letzten Mal, dass im Heads-Up anders taktiert wird. Ja? Also da wären Hände, die man eigentlich auf dem ersten Mal gesagt, spiele ich, nicht spielt. Jetzt geht's rein halt. Also, oh, gar nicht mal so gut für Guido. Also, ich glaube von allen Händen, die er da, auf die er da treffen könnte. War die 6-9 die schlechteste eigentlich, ja? Und 9 Dame ist suited. Ja. Für Putzke. Es wäre viel besser, wenn Herr Putzke halt keine 9 hätte auf der Hand. Dann hätte er zumindest seine 70-30, dann hätte er seinen 30% zumindest. Dann so, gratuliere. Das war's, ja. War zu erwarten, dass Herr Putzke das gewinnt, aber jetzt ging's schnell. Wirklich, ja. Wirklich schnell. Ja, nehmen wir mal. Die Wattebäuschen fallen von der Decke, das heißt, ja, die Siegerehrung steht ins Haus. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Danke. Und natürlich auch herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Und zwar haben Sie gewonnen ein ganz tolles Amazon-Überraschungspaket. Das bekommen Sie jetzt gleich. Das bringt der Gusti mit, wenn er rüberkommt. Toll. Mit ganz tollen Überraschungen. Und für Sie gibt es 2 Karten für eine Cruise. Und zwar für die Skiller und Charybdis Bootsparty. Genau, hier sind wir. Also einmal 2 Bootskarten, da können Sie bitte ein bisschen feiern. Also und Bootskarten finde ich auch nicht schlecht. Also wollen wir um die Bootskarten spielen? Sie können auch gerne noch tauschen oder intern ein bisschen drum pokern. Da kommt der Gusti schon mit den Preisen. Vielen, vielen Dank. Also erstens mal ganz toll organisiert. Das ist eine super Sache hier gewesen. Es hat Spaß gemacht und alle, ich denke, es hat allen Spaß gemacht. Wunderbar. Toll organisiert. Großes Lob an die Organisatoren. Großes Lob an den Dealer. Ich habe übrigens für den Dealer etwas. Nochmal einen Applaus für den Dealer. Also, ich habe für den Dealer nur Schokolade, weil man darf ja hier nicht um Geld irgendwie, ja, also deswegen vielen, vielen Dank. Und gilt auch nicht als Gestechung, wenn Sie es ja nachher gemacht haben. Genau, und für den Drittplatzierten haben wir auch noch einen Preis, und zwar ein Campus Passau T-Shirt, das werden wir jetzt hier auch gleich noch überreichen. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken im Namen von... Du hast die Preise schon dabei, ja wunderbar. Dann rück doch mal raus. Dann verteilen wir die ersten. Auch wie nett, in Herzchenpapier. Natürlich, ja, für den Gewinner nur das Beste. Und zwar, also der eine Teil, der ist schön verpackt. Der andere Teil ist, wie war es anders zu erwarten, bei der DHL hängen geblieben. Aber es wird ein Regenschirm, ja, und da wird natürlich nachgeliefert. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis. Dankeschön. Ja, der Guido freut sich schon wahnsinnig auf eine Schifffahrt und bekommt dafür mal 2 Tickets überreicht. Danke. Wo ist der dritte Platz? Wo ist der dritte Platz? Darf gerne noch zugeschossen. Manu, komm her. Herzlichen Glückwunsch. Das T-Shirt gibt es dann draußen, ja. Danke. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei allen, die uns geholfen haben, die mitgewirkt haben hier. Bei der Campus Crew, bei Profil, bei der Spätschicht, bei den Helfern hier vom ZMK, bei Fritz und Franz, bei allen Kandidaten natürlich, dass ihr mitgespielt habt. Beim Ocean's Card Casino für die Unterstützung, bei der Band, die wir gleich nochmal hören. Und natürlich auch bei unseren Sponsoren. Ja, unsere Party findet jetzt dann gleich im Cute Room statt, unsere kleine Afterparty. Und wir wollten noch mal kurz darauf hinweisen, für alle, die heute Abend dann schon was getrunken haben, wir haben auch draußen bei den Getränken eine Spendenbox. Da könnt ihr gerne auch den ein oder anderen Euro noch dalassen. Ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns mit 15 Line Sonnet und Of Monsters and Men und Little Talks. Vielen Dank, das war die Final Table Show. Danke. Around this old and empty house, so hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stairs creak as I sleep, it's keeping me away. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself, it's killing me to see you this way. It's not the truth, may vary this. Ships will carry on, our bodies safe to shore. That's holding me back. Well, tell her that I miss a little talks. Soon it will be over and buried with the past. We used to play outside when we were young and full of life and full of sometimes love. Sometimes I don't know if I'm wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary this, ships will carry on, our bodies safe to shore. Don't listen to a word I say. Hey! The screams don't sound the same. Hey! Cause though the truth may vary this, ships will carry on, our bodies safe to shore. Honest after the ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me, please. Hang around, I see you when I fall asleep. Cause though the truth may vary this, ships will carry on, our bodies safe to shore. Truth.